Hare Krishna, schön, dass du eingeschaltet hast hier auf unserem Kanal. Ich habe heute wieder einen weiteren Interviewpartner, wieder einen original Prabhupada-Schüler neben mir sitzen. Das ist eine große Barmherzigkeit. Und ich habe heute den Manida Prabhu hier neben mir sitzen. Herzlich willkommen. Hare Krishna. Manida Prabhu. Und Manida Prabhu spricht Deutsch. Aber das Spezielle ist, er kommt ursprünglich eigentlich aus Tschechien. Und er ist 1953 in Prag geboren. Und ja, wir sind sehr, für viele, die ihn noch nicht kennen, ihr könnt gespannt sein. Seine Geschichte ist, denke ich mir, total speziell und sehr schön. Und wie er dazu gekommen ist, Deutsch zu sprechen. Und er hat halt auch viele Jahre in der deutschen ISKCON verbracht, gerade am Anfang, Schloss Rettershof. Ich verrate es schon mal ein bisschen. Und ja, ich freue mich, dass du hier bist und dass wir mal von dir hören können. Und gerade die Devotees, die dich vielleicht nicht kennen, weil... Ja. Manida Prabhu, wie bist du denn damals, du warst ja glaube ich sehr jung, wie bist du zu ISKCON gekommen oder wie bist du mit Prabhupads Bewegung in Berührung gekommen? War das in Tschechien noch? War das in Prag? Nein, das war unmöglich, weil ich bin in der Tschechoslowakei geboren worden und da wusste man vom Krishna-Bewusstsein nichts, es war ja alles verboten, okay. Es war ein kommunistisches Land und dennoch, ich glaube, das erste Mal kam ich in Verbindung mit dem Maha-Mantra, als ich vielleicht, wer weiß, 10 Jahre alt war. Wow. Und da gab es ein Beatles-Lied. Okay. Das haben die Kommunisten einfach durchgelassen. Okay. Und das spielte man im Radio. Oh, wow. So vage kann ich mich erinnern, dass ich dieses Lied gehört habe mit dem Hare Krishna Maha-Mantra drauf. Aber danach, ja, ich hatte schon ein bisschen so einen besonderen Hintergrund in dem Sinne, dass ich in einem kommunistischen Land geboren und aufgewachsen bin teilweise. Aber soweit ich mich erinnern kann, meine Kindheit war nicht so standardgemäß. Mhm. Das glaubt mir heute kein Mensch, weil ich stundenlang reden kann, aber ich war ein absolut stilles Kind, habe keine Freunde gehabt, keine Freundschaft sogar gesucht. Mhm. Ich war einfach, meine Eltern dachten, ja, das ist so ein netter Junge, der macht keine Probleme und sowas. Ich lebte in einer absoluten Stille, wo ich nur Beobachter war von allem, was um mich herum passierte. Mhm. Und bald hat sich herausgestellt, dass ich eine sehr grafische und sehr detaillierte Sicht habe, die sich dann ausdrückte, indem ich ständig gemalt, gezeichnet habe, indem ich geschrieben habe, sehr viel gelesen, sozusagen in meiner eigenen Welt gelebt habe. Mhm. Ich war sehr scheu und ich würde sagen, nicht narzisstisch, aber einfach nicht inspiriert an dem Geschehen um mich herum aggressiv teilzunehmen, was mich dann so sehr von den eigenen anderen Jungs abgesondert hat und sowas, aber gleichzeitig beschützt hat vor schlechten Gemeinschaft. Mhm. Und sowas. Und das sind so, ich habe eine sehr detaillierte Erinnerungen an meine Kindheit, in dem Sinne, dass ich unter Leuten aufwuchs, die sehr extrem waren. Mein Vater war ein Spitzenmusiker, klassische Musik. Und in den 60er Jahren in der Tschechei, Künstler waren eine sehr untereinander man kann sagen, abgekapselte Gruppe. Hm. So, mein Vater lud immer Leute ein. Wir hatten schon mal unseren Sonntagsfest, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam. Jeden Sonntag waren Gäste da, nur aus dem Künstlerfeld. Okay. So, das waren die dominanten Operasänger, die waren dominanten Schauspieler. Mein Vater hat Musik zum Zeichentrickfilm gemacht und alles Mögliche. So, ich lebte einfach nur unter Erwachsenen auf und meistens unter Künstlern.
die mir mehr und mehr vorkamen wie sehr besondere, aber auch sehr verrückte Leute. So, aber sehr innovative Leute. Und mein Vater hatte schon gewisse Privilegien gehabt, auch in kommunistischen Zeit, die dann so in den 60er Jahren bis zum 1968 mehr und mehr sich, die Künstler haben sich immer mehr befreit. Und da kam so eine Zeit von so einer Liberalisierung, von einer Öffnung, die stattfand, soweit sogar, dass mein Vater, der schon vorher aus dem Land ausreisen konnte, mit dem Orchester, als ein bekannter Musiker, so, er konnte sogar eine Arbeitsstelle in Deutschland finden. Ah, okay. Und legal. Und konnte sogar mit seiner ganzen Familie ausreisen, was unerhört damals war. Und das, ich weiß nicht, wie weit ich im Detail gehen soll hier, aber das war schon sehr, sehr einzigartig. Heute sehe ich das, dass es einfach von Krishna arrangiert wurde. Dass er ist zu dem Auslandsministerium gegangen und hat gefragt, ich habe jetzt eine Arbeitsstelle im Westen, ich möchte mit der ganzen Familie einschließlich von meinem Sohn ausreisen. Und die haben gesagt, nein, das geht nicht. Der Sohn muss hier bleiben, der geht ja zur Schule. Und, aber wenn Sie eine Erlaubnis vom Schulministerium kriegen, dann können wir auch eine Erlaubnis geben. Okay. So, der ist zum Schulministerium gegangen, die haben gesagt, nein, Sie müssen zuerst eine Erlaubnis von dem Auslandsministerium kriegen. Und dann hat er einfach seinen Trick probiert. Der ist dann zurück zum Auslandsministerium, hat gesagt, ja, im Schulministerium haben die das schon erlaubt, aber hat kein Papier gehabt. Okay. Und die haben es ihm geglaubt. Oh, wow. So, die haben ein Papier ausgestellt und mit dem Papier ist er dann zum Schulministerium gegangen. Und plötzlich fand ich mich in Deutschland mit einer Hauserziehung. Okay. So, ich habe anderthalb Jahre mich alleine unterrichtet. Wie alt warst du da, wo du in Deutschland kamst? Da war ich so 13 Jahre alt. So 12 Jahre alt. Und dann anderthalb Jahre später waren wir gerade im Urlaub. Und da war schon die Liberalisierung schon ein bisschen zu bunt für die Herren in Moskau. So, die sind einfach 1968 ins Land einmarschiert mit den ganzen Armeen von dem Warschauer Pakt und haben das Land besetzt. Allerdings, ich war mittendrin. Das war meine erste Erfahrung vom Krieg. Und aber da gab es keinen Krieg, weil da gab es keinen Widerstand in dem Sinne. Aber ich war mittendrin. In Prag, auf dem Wenzelsplatz, das ist so ein Ort, wo immer Leute zusammenkommen, wenn was los ist, mitten in der Stadt. Und ich bin da auf die russischen Panzer drauf geklettert und für mich war das wie so ein Abenteuer. Naja, aber dann wurde schon geschossen und die ersten Leute fielen um. Das war mir schon zu bunt. Dann bin ich einfach nach Hause und den gleichen Abend kam ein Freund von meinem Vater, der spielte in dem gleichen Orchester in Mannheim in Westdeutschland, ein kleines Orchester. Und hat ein Auto gehabt. Wir hatten kein Auto. So, der hat uns einfach eingepackt und wir sind über die Grenze nach Deutschland gefahren. Okay. Und aus Protest hat die Grenzpolizei und alles, die tschechische, haben alle Grenzen aufgemacht. Ah, okay. So, für 2-3 Tage konnte jeder einfach so ausreisen. Okay. Wow. So, plötzlich war ich in Deutschland, aber dann gab es schon keine Hauserziehung. Mit 13 Jahren, ich musste in die deutsche Schule. In der 7. Klasse, so ungefähr. Ich konnte kein Wort Deutsch. Ja, wollte ich gerade fragen. So, das war ganz bunt. Und Deutschland war nicht auf der Immigrationswelle. Ja, zu der Zeit noch nicht. Nein. Jetzt will ich nicht zu detailliert werden, aber das war in Deutschland, wo noch viele geweint haben an Hitlers Geburtstag. Es war noch lebendig da. Ja. Da waren noch Städte, die waren noch Straßenzüge ausgebombt. Das haben sie noch nicht, noch nicht ganz repariert. So, wir waren dann in Mannheim und ich war wieder mal in einem fremden Land, was mich nicht so gestört hat, weil ich fühlte mich entfremdet sogar in Prag. Okay. So, ich war wieder alleine da durch die Straßen gelaufen und habe dieses komische Land mir angeschaut mit den komisch sprechenden Leuten. Und, aber ich habe irgendwie so eine sehr harmonische Beziehung zu Sprachen. So innerhalb von einem halben Jahr sprach ich so fließend Deutsch. So schnell. Wow. Und die waren am Anfang ein bisschen tolerant in der Schule, dann wurde ich schon ein bisschen dicker.
Und dann, mein Vater ist dann umgezogen von Mannheim nach Saarbrücken ins Staatstheater. Da hat er einen Job gekriegt als erste Viola-Spieler. Mhm. Und ich bin dann in Saarbrücken, habe ich dann die mittlere Reife zu Ende gemacht. Das hieß damals so. Mhm. Schon damals, ich habe ja voll erfahren, diese kommunistische Art von Propaganda. Mhm. Und dann hat man im Westen, hat mir damals in Deutschland gesagt, das ist ein guter Mensch, der baut Mercedes und verdient viel Deutschmark. Mir war das schon alles völlig egal. Mhm. Und ich war nicht alleine. Ich kam in so eine Generation von wirklich sehr aktiv zweifelnden jungen Männern. Manche dachten, haben schon komische Ideen gehabt. Das ging schon in Richtung Terrorismus schon. Mhm. Und das war mir ein bisschen zu viel des Guten. Ich fand es immer völlig nutzlos, da Sachen in die Luft zu jagen oder was. Das fand ich völlig, völlig so. Man hat auf den Straßen demonstriert für Vietnam oder was auch immer. Dachte ich, wo ist Vietnam? Also was hat das mit mir zu tun? Ja, ja. Ich spürte, dass die Probleme sind viel tiefer. Es sind irgendwo anders. Mhm. Unbewusst war ich schon auf der Suche nach mich selbst und nach mir kam das alles so vor, dass ich bin offiziell in einem Theater fast aufgewachsen, unter Schauspielern. Hm. Und die Leute auf der Straße kamen mir nicht so ganz verschieden davon vor. Ja, so ein großes Theater drumherum. Ich dachte, ich lebe hier in einem riesigen Theater hier. Jeder gibt was vor, spielt was vor. Und da entstand mehr und mehr der starke Wunsch, denn wo ist eigentlich die Realität von dem Ganzen? Hm. Denn ich hätte ja und ich würde ja ohne Krishna-Bewusstsein ein professioneller Zyniker und Phlegmatiker sein. Das war schon meine karmische Zukunft. Hm. Die meisten Künstler, die ich kannte, die waren schon so. Hm. Einfach phlegmatische, zynische Leute, ja, die das Absurde liebten, aber nur weil es absurd war. Und das war mir zu oberflächlich. Ich wollte immer tiefer gehen. Und selbst Kunst für mich selbst, ich landete dann nach der Schule auf der Kunstakademie in Karlsruhe. Die Kunst für mich selbst hat mich auch eigentlich nicht interessiert. Einfach nur die Formen zu malen und Farben und Formen und alles. Mhm. Dachte ich, ist schon alles gemalt worden. Mhm. Schon alles da. Ich kopiere das ja nur. Und da gab es Leute um mich herum, die waren genial, die haben sehr gut kopiert. Aber ich wollte was sagen, ich wollte was ausdrücken. Und da war für mich die Kunst das einzige Mittel, wo ich was vermitteln wollte. Aber ich habe mir immer festgestellt, ich habe nichts zu vermitteln. Hm. Ich bin einfach nur in der Dunkelheit, wie ein Blinder laufe ich da durch die Gegend. Und ich habe auf ein Bildhauersymposium in St. Wendel in Saarland teilgenommen. Das waren wirklich extreme Leute, die da zusammenkamen. Hm. Jeder bekam da so einen Stein in die Landschaft gesetzt und hat einfach gemeißelt. Okay. Aus verschiedenen Nationen. Ja. So, ich bin unter den recht alternativen, innovativen Leuten, da kam ich zusammen. Da fing ich ein bisschen mehr an zu leben und mich auszudrücken. Hm. Ja, es hat nicht lange gedauert. Da habe ich die erste Gottgeweihte auf der Straße in Karlsruhe getroffen. Ah, okay. Wann war das? Malimanjari David Darcy. Das war 4 Jahre später. 3,5 Jahre später. Okay. So, das war 1971. 71, okay. Hm. Da ging ich auf die Straße so rum, ein armer Kunststudent. Dann kam die Malimanjari aus nirgendwo. So eine kleine runde Mataji. Die war eine Experte Köchin. Und das habe ich später alles rausgefunden und haute mir da so eine Schallplatte in den Magen. Man hat Schallplatten verteilt. Und fragte nach einer Spende. Ich kann mich genau erinnern, ich hatte so einen kleinen Geldbeutel, so einen ganz komischen, das machte man so auf. Okay. Und da waren ein paar kleine Münzen drin, ein paar Pfennige. Hm. Und dann gab es einen 100-Mark-Schein. Okay. Und das war so ziemlich das Budget für den Rest von dem Monat für mich. Okay. Ja. So, ich habe den 100-Mark-Schein so festgehalten und habe den Gilbert so rausgeschüttelt und habe gesagt, das ist alles, was ich habe. Und die guckte mich so enttäuscht an und sagte, das ist alles. Mhm. Okay, dann hat sie mir die Platte weggenommen und ein Back to God Magazin gegeben, okay, und weitergegangen. Ja. Und ich fühlte mich
furchtbar. Ich kann mich noch erinnern an diesen Schmerz. Was habe ich gemacht? Warum habe ich nicht diese 100 Mark gegeben? Hm. Obwohl ich wäre bankrott, aber irgendwie hätte mich da durchgeschlagen. Ja. So, ich ging nach Hause, ich fühlte mich furchtbar. Aber ich wusste, diese Hare Krishna, die kommen wieder mal vorbei. Aber wusstest du in dem Moment, dass das Hare Krishna war? Ja, das Magazin war sehr offensichtlich. Okay. Aber die Erscheinung war so exotisch. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich da irgendwie ein Gottgeweihter werde. Und woher kanntest du das vorher? Weil du meinst so. Weil die waren regelmäßig auf der Straße, da gab es Harenams und die kamen von Heidelberg. Und Heidelberg-Karlsruhe ist nicht so weit. Also hattest du sie schon vorher gesehen? Na, immer nicht so. Ich habe von denen gehört. Okay. Aber die wirkliche Sache kam, als ich in der Kunstakademie saß. Und das waren diese sehr langweiligen Tage, wo wir Akt gemalt haben. Okay. Das heißt, nackte Rentner. Ach echt? Oh. Die haben sich damit ein bisschen extra Geld verdient. Okay. Und da malte man nackten Rentner den ganzen Tag. Mein Gott, das war ja langweilig. Aber die waren gut, die haben da ausgehalten in dieser Position. Die standen da, so ein alter Mann, dachte ich, gut. Gegenüber mir stand an der Staffelei ein junger Mann, und der war deutsch, sehr entschlossen in seiner Entscheidung, das war wirklich ein aufstrebender Künstler. Mhm. Und er hatte was um den Hals hängen gehabt, das hat mich sofort interessiert. Okay. So ein Beutel. Ah. So, ich fragte, was ist denn das? Und der legte gleich los. Das ist ein Beatback? Dann zog er diese Japa-Maler raus und hat angefangen zu predigen, voll. Okay. So, alles Illusion dieser Welt und babababa. Und er hat gesagt, du musst mit mir zum Tempel kommen. Wow. Ich dachte, Tempel? Wo ist der Tempel hier? Also der war in deiner Klasse sozusagen oder in deinem Jahrgang? In der gleichen Studio, in der gleichen Klasse. Wow. Und dachte ich, ja, wo ist der Tempel? Das ist hier in Heidelberg, das ist ein großer Tempel. Ich dachte mir, das ist ein griechisches Gebäude mit Säulen oder sowas. Und das war der Erste, der mich buchstäblich zum Tempel geschleppt hat, zum Sonntagsfest. Mhm. Und damals war alles so in Gruppen. Mhm. Ja, wir waren alle zusammen, dann sofort in der gleichen Klasse. Okay. Da gab es einen Kunststudenten, der ging gleich mit. Oh, wow. Der hieß Thomas Wojciechowicz, der musste einen polnischen Hintergrund haben. Und er, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der hat so eine blonde Freundin gehabt, die machte auch mit. So, wir wurden zu so einer Gruppe, die mal recherchiert hat, ausprobieren, was ist dieser Hare Krishna. Und das Erste, was wir natürlich immer bekamen, war ein Beatback. So gleich nach dem ersten Besuch, vom Tempel, was ja schockierend war. Ich kam das erste Mal, das war kein griechisches Gebäude, das war ein ganz kleines Familienhaus am Rande von Heidelberg. Hm. Mit so einem riesen Garten dahinter. Hm. Und der Tempelraum war, wie in Köln hier, war ein bisschen kleiner noch. Hm. Wie da 80 Gottgeweihte reinpassten, das weiß ich nicht, aber die haben da einen riesen Kirtan gehabt. Und die Atmosphäre war dynamisch. Und dann kam die erste Erfahrung mit Prasadam. Das war, ich kann mich erinnern, Erdbeer-Halava, das war wie elektrische Schocktherapie, die da durch meinen Körper ging. Ich habe sowas noch nie geschmeckt. Und die Gerüche und alles, und das war alles, war faszinierend, aber gleichzeitig habe ich Angst gehabt. Ich dachte, das ist wirklich hier. Diese Leute, die haben etwas ganz Radikales gemacht. Und ich wollte eine Veränderung, und ich wollte aber nicht so radikal. Mhm. So, wir haben uns dann nachher verabschiedet. Mhm. Und die Predigen war damals sehr einfach. Die Gott hat gesagt, die waren alle in derselben Altersgruppe. Mhm. So, die haben gesagt, wo gehst du denn hin? Und ich dachte, na, ich muss noch nach Hause. Aber ich habe kein Zuhause. Wir hatten so eine Studentenwohnung gehabt. Okay. Mhm. Ich lebte schon von meinen Eltern separat und so. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, warum gehst du nach Hause? Warum bleibst du denn hier? Mhm. Und ich dachte, na, hier bleiben? Nein, das kann ich nicht. Und die haben gesagt, wir sind hier geblieben. Warum du nicht? Mhm. Wir sind gleich, direkt, bleib hier.
Und dann hat mich noch meine alte Freundin besucht, eine einzige in meinem Leben. Okay. Und die wurde natürlich gesagt, entweder die Mönche oder ich. Hm. Und da dachte ich, ja, die Mönche sind mehr langfristig. Hm. Und das war das Ende von der Geschichte. Okay. Armes Mädchen, die hat geweint und ist dann nach Hause gefahren, hm, nach Saarbrücken. Und ich war in Karlsruhe, hm, in dieser Studentenwohnung. Hm. Und dann haben wir uns mehr getroffen. Und wir haben alle angefangen zu chanten. Hm. Ich fand das Chanten äußerst interessant, weil ich habe langsam, aber sicher Furcht gekriegt vor meinem Geist. Ja. Ich erlebte meine ganze Kindheit in meinem Geist. Mhm. Ja, und plötzlich, und auch in der Gemeinschaft der Künstler und sowas, die Barrieren vom Geist, die haben sich mehr und mehr entfernt. Mhm. Und ich dachte, ich habe mich instinktiv ferngehalten von Drogen. Das war damals also wirklich. Auch nicht normal. Jeder hat was mitgenommen. Mhm. Aber das war nicht so ein Drogen, das war nicht wie eine Flucht. Das war mehr Neugier dahinter. Mhm. Mal eine neue Art von Bewusstsein entdecken. Mhm. Selbst der Briefträger hat LSD ausprobiert. Mhm. Jeder hat irgendwas probiert. Mhm. Das lag überall rum, aber ich habe Angst gehabt. Ich habe gesehen, gerade bei LSD, ich habe gesehen, die gehen, mhm, aber die kommen nie zurück an den gleichen Punkt. Hm. Sehr gefährlich. Ja, das kann passieren. Und ich halte bis heute noch LSD-Konsum für, bringt lebenslange Schäden. Hm. Wir denken manchmal, physischer Körper, ja, der arme Junge, der hat ein Bein verloren. Ja. Aber der feinstoffliche Körper auch kann geschädigt werden, ja, und beschädigt werden lebenslang. Hm. So, ich habe LSD-Leute später auch noch getroffen. Immer ein bisschen überdreht und immer ein bisschen, bisschen, wie wenn das Gas beim Auto stecken bleibt, ja, so ein bisschen, obwohl man lernt, die Kupplung zu treten, mhm, damit das Auto nicht wegschießt, mhm, aber die Maschine, die heult unnötigerweise. Mhm. So, das habe ich gemerkt, ich habe Angst gehabt. Mhm. Und Freundinnen, ja, das auch, weil das war auch unberechenbare Experiment. Irgendwie, ja, ich wollte eine Kontrolle haben. Mhm. Kontrolle über mein Leben, mhm, Kontrolle, wo ich hingehe, Kontrolle, was ich mache. Hm. Und diese Kontrolle unter der Einwirkung des Geistes ist alles entartet. Ich habe mehr und mehr die Kontrolle verloren und dachte ich, Mann, selbst ohne Drogen und Frauen, man kann ja ganz schön verrückt werden. Ja. Aber einfach durchspekulieren. Hm. So, da habe ich dann, ich habe langsam, und das Chanten hat sofort geholfen. Ja. Dachte ich, ah, als ich gechantet habe, der Geist war irgendwo, ja, irgendwo mehr in Entfernung, ja, und ich dachte, das ist gut, das ist gut. Aber ich und mein Freund, das war dieser polnische Freund, nicht, mhm, derjenige, der mich zum Tempel gebracht hat. Mhm. Wir lebten dann zusammen in so einer Studentenwohnung, haben wir gemietet am Rande von Karlsruhe. Mhm. Aber das wurde dann richtig absurd. Wir gingen nicht mehr zur Kunstschule, wir haben nur noch gechantet. Okay. Wir kamen auf den Punkt, wir haben 60 Runden am Tag gechantet. Ja. Und dann haben wir so Ideen gehabt, Mönche, na, wir wollten nicht zum Tempel kommen, das war mir zu radikal. Ich, mhm, spürte, da ist eine Hierarchie, da ist eine Struktur, da ist eine Autorität. Ja. Und das war ein bisschen zu viel des Guten in dem Moment für mich. Okay. Aber Chanten, das war gut. So, wir haben gechantet und dann haben wir gefastet, um eine spirituelle Vision zu kriegen. Mhm. 3 Tage gefastet. Und dann haben wir so einen Hunger gehabt. Und er war immer besser. Ich kann bis heute noch nicht kochen. Aber er hat gelernt von einem kleinen Kochbuch, das gab es so, eine kleine Ausgabe, mm, wie man Sweetballs macht. Okay. Da hat er so 120 Sweetballs gemacht. Nach 3 Tagen Fasten haben wir alle die Sweetballs gegessen. Ich kann mich erinnern, also die Wirkung von dem Zucker alleine, ja, hat uns in einen Zustand der Ekstase versetzt. Wir lagen nur am Boden, haben gelacht wie Frauen, waren völlig weg. Wir waren einfach Zuckervergiftung. Ja. Wir lagen einfach da. Das war alles extrem. Dann dachten wir, na, wir machen Krishna sein Zuhause. Und also dann war auch derjenige, der euch gebracht hat, der war kein aktiver Devotee, der war halt auch nur schon mal 2-3 Mal im Tempel gewesen. Ja, ja, 2-mal im Tempel, das reicht. Dann hat er den Feedback bekommen, ja. Hat er den aber mal bei sich gehabt. Ja, ja. Okay. Das ging schnell damals. Ja, ja. Und dann haben wir uns einen Tempelraum gebaut. Das war so ein ganz kleines Zimmer, das war so so ein Kleiderschrank fast. Okay. Da haben wir einen Altar eingebaut. Wir waren Künstler, also wir waren, mhm, wir haben beeindruckt im Tempel von diesem. Ja, ja. Und da haben wir Blumengeschäfte
angesprochen. Die haben sogar Blumen gegeben, haben es dekoriert. Okay. Und ich kam hin auf dem Altar, da war Krishna, Shiva, Prabhupada, Jesus, obwohl wir waren nicht Christen oder sowas, aber wir dachten, es ist auch gut. Mhm. Echter Jesus, der Original Jesus. Yeah. Und dann, wir haben kein Training gehabt, wir wussten nicht, Programm, Kirtan. Wir haben gewusst, wir wollen singen, chanten auch. Mhm. So, und dann haben wir die erste Ausgabe Ishopanishad bekommen. You know, da haben wir die Shlokas Ishopanishad in Sanskrit gechantet. Das war so eine transzendentale Erfahrung. Und er hat sich Tablas gekauft. Also okay. Der hat Tablas gespielt, okay. Ziemlich gut. Wow. Und ich habe meine Gitarre so auseinandergestimmt, dass die fast wie Wiener klang. Okay. Das war so bom 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 bom. So Tambura, habe ich so kleine Tambura draus gemacht. Und da saßen wir da vor dem Altar, ich mit meiner verstimmten Gitarre und er mit seinen Tablas und haben einfach gechantet. Wow. Und der Rest nur gechantet. Und das wurde dann sehr radikal. Und was ist aus dem ersten Back to Godhead Magazin geworden, was du gekriegt hast? Das haben wir irgendwo liegen gehabt, aber ich fand... Habt ihr da reingeschaut? Ja, ich habe reingeschaut, da gab es einen Riesenartikel über Grihastha Ashrama, da habe ich nichts verstanden davon. Das war irrelevant zu meinem Leben. Ich fand die grafische Gestaltung katastrophal als Künstler. Es waren alle so ausgeschnitten. Und es war voll in Farbe, alles. Die Qualität vom Papier war sehr gut. Aber die grafische Gestaltung fand ich so... Ich war Künstler, so. Ich war sehr sensitiv für sowas. Und Bilder? Waren da bestimmt auch Bilder drin? Haben die waren Bilder, ein paar Bilder drin, die fand ich, in Deutsch gesagt, kitschig. Okay. Die waren so unprofessionell und brutal gemalt. Okay. So... Das dachte ich, aber die waren interessant. Mhm. Aber ich war noch sehr beeinflusst von dem, wie die gemacht sind. Also die Art und Weise, das war offensichtlich jemand gemalt, der nicht zur Grundschule gegangen ist und der nicht dieses Training hatte. Mhm. So, das hat mich ein bisschen gestört, aber dennoch, ich habe es respektiert. Ich dachte, das ist ernsthaft. Diese Leute meinen es ernst. Das war offensichtlich. Mhm. So, wir haben es respektiert. So, dann haben wir gechantet und gechantet und wir dachten immer nur, wir müssen mehr entsagen. So, da gab es am Ende von dieser kleinen Dachwohnung, da gab es so eine kleine Tür und da war der Rest vom Dachboden, der war noch nicht ausgebaut. Mhm. So, wir dachten, wir haben zu viel was, da haben wir diese Tür ausgemacht und einfach in diesen leeren Dachboden reingeschmissen. Mhm. Bis wir buchstäblich nur mit zwei Schlafsäcken einem Topf und also diese Gummimatratzen auf dem Boden. Und das war alles, was wir hatten. Bhagavad Gita und wir haben nur gechantet. Mhm. Und dann dachten wir, er kam mit der Idee, eigentlich müssen wir zum Tempel. Mhm. Aber das ist nichts. Wie lange hat es gedauert, bis die Einsicht kam? 2-3 Monate. Mhm. Und es war so verrückt. Er stand auf und sagte, das ist ja genug, ich gehe zum Tempel. Hm. Ging er raus vor die Tür, hat sich umgedreht, kam zurück und hat gesagt, ich denke, ich bin noch nicht fertig. Und hat er weiter gechantet. Okay. Und dann ging ich raus, einmal glaube ich. Ich dachte, nein, das kann ich doch nicht machen. Hm. Und dann ging ich wieder zurück. Hm. So, das war so verrückt. Wir haben zum Schluss einfach nur gechantet und die Tür angeschaut. Wer geht als Erster? Okay. Das war wirklich verrückt. Wow. Und dann... Und ich kann mich den Moment genau erinnern. Ich bin aus der Tür raus und fühlte, jetzt ist Schluss. Hm. Alle Brücken abgebrannt, alles vorbei. Wow. Weil, wenn ich zurückblicke, ich habe schon so Lieder geschrieben als Teenager und sowas, so Protestlieder und so, weißt du, so. Das war alles Abschiedslieder. Ich gehe jetzt, auf Wiedersehen, macht was ihr wollt, richtig pubertär. Und plötzlich war es so, ich bin die Treppe runter, ich habe einen Schlafsack unter dem Arm gehabt, Beatback, Bhagavad Gita. Das war so ziemlich alles. Und da musste man mit dem Zug von Karlsruhe nach Heidelberg, fuhr so ein Zug. Ich bin im Zug rein, ohne Fahrkarte, ohne alles. Und dein Freund ist aber nicht mitgekommen? Hä? Du bist alleine? Nein, der ist da geblieben, der hat gesagt, ich komme morgen. Ah, okay.
So, ich bin einfach, kam der Schaffner rein, Fahrkarten, und ich dachte, wenn Krishna existiert, er wird doch helfen. Ich bin jetzt hingegeben. Ich habe auch gechantet, den Schaffner angeschaut. Also, ich habe keine Fahrkarte. Mhm. Und der Mann guckte mich und sagte, okay, dann ist er wieder raus. Ich komme nie wieder zurück. Ja. Dachte ich, es funktioniert. Super, der Beweis. Ich bin aus dem Zug ausgestiegen in Heidelberg, zu Fuß dann zu dem Tempel gelaufen. Das war, glaube ich, am Donnerstag. Und da war niemand da, alle waren auf Sankirtan. Mhm. Er war nur Astarata da, er war der Pujari. Okay. Mhm. So, der war immer, der kannte mich schon so ein bisschen von dem Sonntagsfest. Mhm. So, der sagte, der ist gekommen. Hat mir sofort Prasadam gegeben. Ich habe alles gegessen, ich war völlig. Oh. Mhm. Und da war der Dachboden, das war der Brahmacharya Ashram. Mhm. Und dann hast du gesagt, schon morgen Abend kommen die ersten Sankirtan-Devotees. Ich wusste nicht, was das ist, weil wer ist ein Sankirtan? Was ist das? Und dann kamen sie. Und war das 71 oder war es dann schon 72? Das war 72. 72, schon. Also dann 72, okay. Ja. Es war im Frühjahr 72. Mhm. Dann kamen sie rein in die Tür, so mit alten Koffern und Bart, so ein bisschen nicht gerade rasiert. Und eine wilde Truppe. Sankirtan Ki Jai! Ich habe mich gewundert, warum die in diesen kleinen, da gab es ja die Eintrittshalle, das war ein kleines Haus. Mhm. Warum die diese an der Decke waren an der Wand so Haken überall eingeschraubt. Okay. Dachte ich, warum sind die Haken hier? Nachher habe ich begriffen. Innerhalb von ein paar Minuten haben sie Schnüre gezogen von einem Haken zum anderen und haben den ganzen Raum zu einem Trockenraum verwandelt, wo sie ihre Dotis hingehängt haben. Ah, okay. So ich stand da, plötzlich saß ich da, ich habe nur gechantet, saß ich da zwischen den nassen Dotis. Und es war wild, die Energie, mein Gott. Das ging dann noch später weiter. Ich meine, die haben die Türklingen abgerissen. Das war so leidenschaftlich, waren alle junge Leute. Mhm. Immer die Türen knallen und dann bang, bang, bang. Und dann hat Ramohan, das war einer von denen, der kam zu mir, hat gesagt, Hanse Tutta hat gesagt, ich soll dich auf Sankirtan mitnehmen. Okay. So, ich dachte, was soll das? Vorher kam noch ein gottgeweihter Uttar vorbei, der sagte, ich habe ein Hobby. Ich dachte, Mann, ihr habt ja Hobbys hier auch. Dachte, mein Hobby ist es, den anderen Leuten die Haare abzuschneiden. Ah ja, okay. Und er schleppte mich ins Badezimmer. Ja. Einziges kleines Badezimmer. Und hatte diesen Lederbelt und so, da hat er mir so ein Messer, so ein bisschen altmodischen, hat er das da geschärft und hat er mich ohne Seife, ohne alles, einfach abgeschäft. Okay. Ich dachte, der schneidet mir den Kopf ab. Und das war ein Gefühl, ich habe mir dann erstmal in den Spiegel geguckt. Hast du lange Haare? Ziemlich lange. Nicht voll Hippie. Ich war ja nie voll Hippie. Ich habe mich nicht qualifiziert. Ich habe keine Freundinnen gesammelt und keine Drogen genommen. Da war ich schon raus aus dem Ganzen. So, und dann kam ich aus dem Badezimmer und dachte, Mann, jetzt habe ich keinen Kopf mehr. Und nächsten Tag, man ging hoch auf dem Dachboden, da hat man irgendwie so einen orangenen Vorhang gefunden. Das war mein erster Dhoti. Kurta, das gab es, niemand war in Indien noch. Mhm. So, Kurta, ich weiß nicht, was es war, ich kann mich nicht mehr erinnern, das war irgendwas. Und dann ging ich auf die haben sie mir einfach am nächsten Tag nach Mannheim gefahren. Mhm. Mit so einem Stoß von Back to Godhead Magazine. Und haben mich da vor Karstadt an die Ecke abgesetzt und weggefahren. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, ich dachte, ich soll das verteilen, aber. Oder verkaufen. Hm. Was soll ich sagen den Leuten? Die haben dir keine Anleitung. Nein, überhaupt nichts. Hat sich niemand bemüht, mir zu erklären, was ich da eigentlich machen soll. Krass. Okay. So, der eine Gottgeist sagte, sag mal, wir sind Mönche, wir kommen aus Indien. Da gibt es viele hungernde Kinder und wir sammeln Spenden für die hungernden Kinder.
ein sehr dummes Mantra. Ja. Und das ist später noch erwiesen. Ja. Aber ich dachte, ja, aber ich war noch nie in Indien. Hm. Und er guckte mich so beleidigt an und sagte, Ruhe, das ist ein Mantra. Und dann ist er einfach weggefahren. Ich dachte, jetzt habe ich zwei Mantras. Ja, Hare Krishna Mantra und diesen Unsinn. Hm. Aber ich habe mich dran gehalten, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Hm. So, ich bin ganz vorsichtig. Ich habe nun, ich hasste ja Leute. Ich bin ja nie auf die Straße gegangen. Mm. So, da gab es später die anderen Gottgeweihten. Puh, bevor die schon zum Krishna-Bewusstsein kamen, die kamen aus der Untergrundszene. Mm. Das waren wirklich, Hanse Tutta war so eine Persönlichkeit, die hat so Leute angezogen. Mm. So richtig anarchistische Leute. Menge Drogenerfahrung, manche waren schon im Gefängnis. Hm. Das war so die Truppe, in die ich reinkam. Und dann, ich kam aus Tschechoslowakei. Hm. Ich war der erste slawische Bagda in Deutschland. Hm. Die kannten. Waren das alles Deutsche? Oder? Alles Deutsche. Ja, okay. So diese Mentalität, Slawien, die wussten auch nicht, was die damit anfangen sollen. Die dachten, der ist so Pudding, das ist so weich, der Mann. So. Wir haben sie immer so. Aber mir war eins klar: Wenn ich hier bleiben will, ein Gottgeweihter werden will, das geht nur durch die Buchverteilung oder durch Sankirtan. Mhm. Ansonsten haben die mir klar gesagt, kannst du zurück zur Mama gehen. Mhm. Aber ich lebte ja noch nicht mit der Mama. Ja. Und ich habe einfach keine Ahnung gehabt, wie mein Leben aussehen soll. Künstler zu sein, ja, das habe ich gesehen. Mhm. Da wird man entweder berühmt. Oder man malt Reklame, damit kann man Geld machen dann. Mhm. Grafik, Reklame, Grafik, Coca-Cola. Mhm. Und das dachte ich, ja, das ist genau das, was ich nicht machen will. Mhm. Oder man wurde zu einem Volksschullehrer Kunsterziehung. Mhm. Das war so unter den Lehrern so die niedrigste Stufe. Mhm. Ja, kam der Mathematiklehrer, Physiklehrer, Chemielehrer und dann kam der Künstlerlehrer. Das habe ich schon an der Schule gesehen. Mhm. So das, ich wusste nicht, was soll ich machen. Also ich habe da keine. So ich dachte, besser ich sterbe hier. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, das war so eine Kamikaze-Bewusstsein. Und ich dachte, ich sehe ja keine Haare hier, Vorhang aus dem Betttuch hier. Der Wind, der blies immer von der anderen Richtung. Dachte ich, ich stand da auf der Straße. Aber ich wusste eins nicht, ich gehe nie wieder zurück. Es war vorbei, ich sterbe hier mit diesen Leuten. Und dann ging es irgendwie. Hm. Ich bin nur zu den alten Frauen gegangen. Hm. Bitte schön. Und Mönch auf der Straße, das war damals wie wenn jemand hier, wie gesagt, wenn jemand hier auf der Straße nackt rumläuft. Oder hm. Das war ein Skandal. Hm. Ich habe nie gesehen einen Hare Krishna auf der Straße. Und so. Und dann, die Leute waren schon bewusst, die gibt es da irgendwo, die Mönche, aber die kommen aus Indien, das war ja der Mantra. Mhm. Und die werden nach Indien zurückgehen. Das Problem in Deutschland, in ISKCON fing an, wenn die verwirklicht haben, die gehen nicht zurück nach Indien und die werden mehr und mehr. Mhm. Dann sind die aufgewacht. Mhm. Anyway, so dann, und ich kann mich an den ersten Tag genau erinnern, ich war so weg. Ich konnte mir nach ein paar Stunden nicht mal den Mahamantra erinnern. Ich bin einfach nur rumgelaufen, bitteschön. Und die Omis, die haben das alle irgendwie mitgenommen. Ja. So nach 4 Stunden, 5 Stunden waren die Magazine weg. Hast du den ganzen Stapel? Ich habe ein Magazin, eine deutsche Marke, das war so damals das Ding. Mhm. Ich wusste nicht, wo ich die ganzen Münzen unterbringe. Also ich habe diese Taschen gehabt, ich habe auch gesehen, wie ein Kamel. So mit Und dann kam plötzlich dieser Volkswagen-Bus wieder vorbei mit den Gottgeweihten und Hannibal! Und ich habe gesagt, guten Abend. Ich war so, wir haben guckt mich so an, Hare Krishna! Ich dachte, oh ja, ich bin jetzt Hare Krishna, ne? Mhm. Dann haben sie ins Auto gestoppt und gesagt, wo sind die Magazine? Ich sagte, die sind weg. Hat jemand gestohlen oder was? Nee, ich habe die verteilt. Das waren so 120 Magazine, waren das. Ja. Ich habe die verteilt. Wow, was ist das Geld? Das ist hier. Die haben mich genommen wie so ein Sparschwein, haben mich ausgeschüttelt und ganz ekstatisch zurück zum Heidelberg, zum Tempel gefahren. Mhm. Ich kann mich erinnern, als ich dann abends in die Tür reinkam, Hanse Tutta kam runter,
Das war eine unheimlich charismatische Persönlichkeit. Er hat ausgesehen wie so ein Yogi aus Himalaya. Also der Zähne wie Pferd gehabt, die guckten so aus dem Mund raus. Okay. Der war so hala. Fantastische Kirtan-Lieder. Der hat einen Kirtan gemacht, sofort jemand geblieben. Unglaublich bevollmächtigt. Und dann der ging gerade so die Treppe runter und sagte, so, hier war der Neue. Die haben gesagt, der hat 120 Magazine am ersten Tag verteilt. Der guckte mich so an mit diesem breiten Grinsen und sagte, hey, er ist ein Sankhya-Gottgeweihter. Und das war im Grundsätzlichen, das war das Ende von meinem Tempeldasein. Weil nächste Woche saß ich schon im Auto. Und ich habe 15 Jahre kaum einen Tempel gesehen. Tempel war für mich ein Platz, wo man Bücher lädt, Kirtan macht, Deities Darshan hat. Und riesen Prasadam, Haufen Prasadam akzeptiert und dann wegfährt. Das war alles. Ich war im Tempel. Und wann war da der Punkt, wenn du 72 gejoint bist, wann war der Punkt, wo du das erste Mal Prabhupada sehen konntest? Es war zwei Jahre später, 1974, als Prabhupada nach Deutschland gekommen ist. Aber das ist eine lange Geschichte, wie was da. Das war genau zu dem Zeitpunkt, das war eine. Von heutigen Standpunkt kann ich es offen sagen, es war eine fehlerhafte Entscheidung, weil überall in Deutschland gab es so kleine Predigerzentren, Hamburg, Köln, überall gab es so gemietete Häuschen und sowas. Das haben sie alles zugemacht. Ach, und dann gab es nur noch etwas. Und dann gab es alles zentriert auf diesen Schloss. Irgendwie, das hat man von Frankreich und Amerika importiert, die Idee, wir müssen Schloss haben. Natürlich, wir hatten ja kein Geld gehabt, um Schloss zu kaufen, aber zum Mieten, ja. Die Miete war billig. Ich kann mich erinnern, 8000 Deutschmark damals für das ganze Schloss. Das Problem ist, der Schloss stand, glaube ich, schon zeitlang unbewohnt. So, und Prabhupada kam schon, er war schon angekündigt, dass er kommt. Und wir wollten Prabhupada ein Schloss präsentieren. Das war so eine Idee. Und dann, es wurde dann weg, da gab es keine Zeit für Renovierungsarbeiten. So, man hat einfach einen riesen Haufen von Farbe gekauft und alles zugepinselt. Man hat alles angestrichen. Treppenhaus angestrichen. Okay. Ich habe Prabhupadas, da gab es nicht mal Zeit, Prabhupadas Badezimmer mit Keramik dazu machen. Wir haben es einfach angemalt mit so einer Ölfarbe, die Dusche. Okay. Ich glaube, das war noch nicht trocken, als Prabhupada reinkam. Okay. Es war so eine dicke Farbe, einfach angemalt. Und dann, wie viel Zeit hattet ihr denn? Eine Woche oder was? Zwei Wochen. Zwei Wochen, okay, krass. Ja, und das war ein totaler Marathon. Jeder hat gepinselt und hin und her gerannt in dem Schloss. Und dann kam Prabhupada, Frankfurt Flughafen. Es war nicht weit, aber ich kann mich erinnern, und ich hatte diesen, da war ich schon zwei Jahre auf Sankirtan. Du bist mit hingefahren, warst du am Flughafen? Und ich war Fahrer. Oh, das war okay. Und das war ein kleiner Fluch, weil ich bin einfach voll und ich war schon ziemlich trainiert durch Sankirtan-Gottgeweihter schon. So, ich habe mein Auto voll Gottgeweihte gehabt. Voll zum Frankfurt gefahren, Flughafen. Das war noch viel kleiner als heute. Gab es ein Parkhaus. Und ich musste das Auto parken. Und alle anderen sind rausgesprungen vor dem Eingang und sind reingerannt. So, ich habe das nicht mitgekriegt, wie Prabhupada vom Flugzeug kam. Die haben da so einen VIP-Raum eingerichtet mit Wassersaun, mit allem drum und dran. An Ort und Stelle im Flughafen wurde artig. Guru Puja gemacht. Und das Lustige daran war, ein deutsches Fernsehen war dabei. Da gibt es einen Film. Der ist irgendwo noch eingeschlossen in den Archiven der Anti-Sekt-Bewegung in Deutschland. Weiß ich nicht. Wurde nie veröffentlicht. Ne? Ich habe nie diesen Film gesehen. Vielleicht, weiß ich nicht, aber schade. Prabhupada wurden Füße gewaschen und alles. Und ich kam. Ich habe das Auto eingeparkt, schnell und dann runtergerannt mit allen anderen Fahrern. So, wir kamen da, da war schon fast alles zum Schluss. Die Vorlesung war zum Schluss. Wie ich erst mal Prabhupada gesehen. Und wie war das für dich? Der Augenblick ist unvergesslich, weil ich habe erst mal verwirklicht, was es bedeutet, keine Angst zu haben. Okay, wow. Prabhupada zu sehen, da gab es keinen Frankfurt-Flughafen mehr.
Das war zeitlos und ortlos. Ich habe nur Prabhupada angeschaut. Noch schwierig bis heute darüber zu reden, aber das war so ein Gefühl von Geborgenheit. Hm. Angstlosigkeit. Hm. Das ist, wie man nach Hause kommt. Hm. Ja, schön. Und Prabhupada hat mich nicht mich angeschaut und so, einfach ihn zu sehen und da zu sein. Da habe ich wirklich begriffen, warum ich zum Hare Krishna Bewegung gekommen bin. Es hat plötzlich alles völlig Sinn gemacht. Und dann, ja, dann ging es erst richtig los. Prabhupada musste ja von den weit entfernten VIP-Raum durch den Frankfurter Flughafen laufen und vorne stand ein weißer Mercedes mit so aufgeklebten Tilak-Zeichen. Okay. Ja, das war seine Limousine. Die Limousine hat ihre Geschichte gehabt. Das ist aber das ist eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir hier haben, aber da gab es vorher einen Marathon. Ach, die haben sich schon zum Collect, ne? Da gab es einen Marathon, wo man, boah, eine typische deutsche Idee. Ja. An einem Tag gehen alle Mann raus und sammeln ein Mercedes für Prabhupada. Wir kaufen ein Prabhupada für Mercedes. Und das hat funktioniert? Ah, ich glaube nicht. Wir haben nicht für den ganzen Mercedes, das Mercedes war geliehen. Aber da wurde diesen Tag von diesem Marathon, vergesse ich auch nie. Ich war in Düsseldorf. Wir wussten genau, wo wir hingehen wollen. Wir waren schon ziemlich Profi schon auf Sankirtan. So Düsseldorf hat eine Stadt und eine Altstadt. Das kann man nur über die Kreuzung gehen, das ist meine Altstadt. So wir fingen dann um 8 Uhr morgens in der Stadt, in der Fußgängerzone. Und als dann niemand mehr da war, die Kaufhäuser haben zugemacht, da sind wir über die Kreuzung in die Altstadt. Da haben wir weitergemacht. Düsseldorfer Altstadt, ich weiß nicht heute, aber damals ist es nur Kneipen und Bordells. Ja. War nur so. Da haben wir erstmal richtig losgelegt. Ich kam hier um 2 Uhr morgens, da war jeder so in Ekstase. Wir haben echt ein Mantra vergessen. Wir sind nur auf die Leute, buchstäblich auf die Leute gesprungen und gesagt, er kommt, er kommt. Und die Leute waren in Ekstase. Er kommt und haben eine Spende gegeben. Niemand hat gefragt, wer kommt. Die Leute haben mit den Leuten auf der Straße getanzt, die Gottgeweihte. Natürlich, die meisten waren betrunken, aber anyway. Aber boah, ich bin da in ein Haus rein, dachte ich, ja, ein bisschen komisch hier. Und da kamen so die Damen leicht bekleidet die Treppe runter. Und die waren auch nice. Die haben mit dem, wir haben Schallplatten und Bücher verteilt. Ne? Und die haben alle, ja, warum nicht? Und dann haben sie so aus der Unterwäsche haben sie ihre Spende gegeben. Und dann bin ich wieder raus, mir war das egal. Da gab es einen Gottbruder, Bibisana, der war ein bisschen älter als wir. So, der kannte sich schon sehr gut in den Bars aus. Okay. Oh boy, ich habe den gesehen, der ist voll in der Bar rein. Da sitzen die Männer so mit ihren Barstühlen da so an der Bar. Jeder hat so ein Glas, ne? Und der hat die Bhagavad Gita so wie die Drinks ausgeteilt. Also jeden Mal so papp, 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 papp. Und hat sich ein Glas Wasser bestellt. Hat gesagt, so, meine Herren, das gehört dazu. Das ist irgendwie hat das voll durchgezogen. Die haben an der Bar, haben sie alle Bhagavad Gita gekauft. Es war alles, wir waren in Ekstase bis zu so 4 Uhr morgens, da war niemand mehr da. Alles zu, wir standen in dieser leeren Altstadt, wir waren so in Ekstase, wir wollten nicht aufhören, aber da war niemand mehr da. So, da sind wir in die Autos rein und sind zurück zum Tempel gefahren und kamen gerade so zu Guru Puja in Frankfurt im Tempel an. Krass. Völlig ekstatisch, stark und nachverteilt, das war völlig egal. So, wir haben diese Krankentaschen umgehängt. Wir waren total in der Gruppe, da waren wir total ekstatisch. So, und ja, und danach kam Prabhupada. Seine Rückfahrt vom Flughafen war auch spektakulär. Das war deutsch, das war sehr gut organisiert. Ich musste das Auto abholen wieder vom Parkhaus. Die Gottgeweihten haben mich angeschrien, wo ist das Auto? So wie ich rannte mit den anderen Fahrern zu diesem einen Parkhaus mit Aufzug hoch. Die waren ganz oben, die Autos.
Und da gab es so eine Spirale, die fährt man so runter. Mhm. Und unten gab es damals noch eine Gasse, da saß ein Mann drin, musste man bezahlen, ging die Stranke offen und man konnte rausfahren. Ja, aber wir sind mit 15 Autos die Spirale runter. Mhm. Allein das Quietschen von den Reifen, ja, das ging so, 15 Autos rasen die Spirale. Der Mann hat gedacht, es ist irgendwas Unglaubliches passiert. Mhm. So ohne bezahlen hat einfach die Schranke aufgemacht und wir sind alle aus dem Parkhaus raus und haben nur gesucht, wo ist der weiße Mercedes? Da gab es keine Handys, da gab es keinen. Nein, so, wir sind schnell auf die Autobahn Richtung Königstein, wo das Schloss war, und haben gesucht, wo ist der weiße Mercedes? Und wir haben Aceja, das war der gefahren ist, wir haben angewiesen, du musst sehr langsam fahren, damit wir hinter dir. Und dann gab es diese weiße Volkswagen-Busse, ich glaube 15 Stück oder sowas. Die haben Hare Krishna Aufkleber gehabt. Und wir haben alle, es war Sommer schon, es war sehr warm, Fenster aufgemacht, Warnblinkanlagen an und jede Auto hatte so eine Flagge noch. Das kam von Harinam, manchmal trugen wir so einfach so Flaggen drum. Jede Auto hat eine Flagge. Und wir sind dann hinter Prabhupada, einer am Donner dem anderen aufgereiht. Und dann war so eine Kolonne, die fuhr dann durch. Und Prabhupada muss es gesehen haben im Rückspiegel, diese 15 weiße Volkswagenbusse, die da eingereiht waren. So, dann fuhr man von der Autobahn runter und dann geht es noch so 2-3 kleine Dörfer, bevor man zu dem Schloss kam. Ich weiß nicht, wie die das arrangiert haben, aber an der Ausfahrt stand, damals gab es schon einen großen Mercedes, so einen Bus, der für Programme gedacht hat. Und der hatte eine Verstärkeranlage am Dach montiert. So, die sind da so im Abstand von vielleicht 4-5 Minuten vor dieser Kolonne mit voll aufgedreht Prabhupada Kirtan diese Dörfer durchgefahren. Langsam. So, die Leute natürlich, ja, da kommt da so mit Lautsprecher und so, tudu, Hare Krishna, Krishna. Und die alle waren am Fenstern. Ein paar Minuten danach kam Prabhupada in dem weißen Mercedes. Und dann kam die Kolonne dahinter. Und die Deutschen sind so einfach, naja, die an dem Punkt dachten die, das ist ja ein Festival oder irgendwas passiert. Und die haben gewunken, die standen da am Fenster und haben gewunken und so. Und Prabhupada, das saß, Aceja hat es mir später erzählt, neben ihm. Und Prabhupada, komischerweise, meistens saß er auf dem Rücksitz. Diesmal saß er neben ihm. Und wie in diesem Yogi-Stil. So hat er gesagt, ich konnte das nicht fassen. Ich konnte den vierten Gang nicht richtig, es war manual. Ich konnte, weil der war Prabhupada nie. So, ich habe manchmal den Prabhupada nie so berührt, dass ich den vierten Gang da rein tat. Und Prabhupada hat mich so angeschaut, dachte, oh. Und Prabhupada, so mit dem Feedback, hat er so also die Leute gegrüßt. So, ja. Und die Leute waren, waren total ekstatische Stimmung. Nice. Wir fuhren zu dem Schloss und die Gottgeweihten haben ein Schloss gemietet, aber da gab es eine kleine Art von Bauernhof darunter, das gehörte eigentlich dazu. Das haben sie nicht gemietet. Und das haben sie so die, naja, damals nannte man die feinen Pinkel, haben sie ihre Pferde da, Pferdestall, weißt du so. Weil Königstein, das war so, da haben die Banker von Frankfurt ihre Villen gehabt. Das war so ziemlich hochgehobene Lokalität. Weiß nicht warum. Da stand plötzlich diese ganze Reihe von Pferden im Spalier. So wie auf der Parade. Das war alles so wie gespielt. Wir sind da durchgefahren, dann gab es einen kleinen Weg ab und da war man vor dem Schloss. Da hat man Prabhupada in sein Zimmer gezeigt. Das war am ersten Stockwerk. Und da gab es einfach so einen Balkon, das ging so rum und da konnte man die verschiedenen Zimmer betreten. Und da gab es die Haupttreppe runter. So, und wir wussten, dass Prabhupada, damit er Ruhe haben kann, jemand hat irgendwie so mit, ganz schnell haben sie die Tür mit so einer Watte isoliert und so eine einfach ziemlich vernünftig haben sie es einfach, das ist so dicke, damit er nicht so viel Geräusch von außen kriegt. Weil da sind immer Leute hin und her gelaufen, weil da waren die verschiedenen Zimmer. Das war der gleiche Balkon. Da haben sie Prabhupada ein Zimmer. Ich kam in den Prabhupada, saß ich da hinter dem so einen niedrigen Tisch. Da haben sie Prasada mitgebracht. Na, Prasada damals, pff,
Es waren fast so viele Präparationen wie ein John Must Me. Es war so ein riesen, der Teller war groß wie der Tisch hier. Und haben sie einfach so zweimal reingebracht, mhm. Prabhupada präsentiert. Und Prabhupada hatte so drüber geschaut, war sehr erfreut. Aber er hat nichts, er hat einfach nur so einen kleinen, da gab es einen kleinen Bohr mit Honig oder mit sowas. Mhm. Und so einen Finger da reingegangen. Very good. Und das war's. Es ist wieder rausgetragen. Danach kann ich mir nicht erinnern, aber die Tage danach waren. Wie lange war denn Prabhupada da zu der Zeit? Naja, weiß ich nicht wie lange. Das war bestimmt eine Woche. Mhm. Da wurde ein Programm in, glaube ich, in Königstein arrangiert. Kam kein Mensch. Mhm. Da haben sie diese Plakate gedrückt. Oh ja, mein Gott. Der Führer kommt. Der Führer kommt. Ja. Oh, die Idee. Ja. In Amerika hätte ich dann Präsidenten gedacht, hier sind die Deutschen aber wirklich verrückt geworden. Die haben das Plakat sogar in Amerika aus Spaß in ihrem Büro hängen gehabt und dachten, das sind die Deutschen. Ne? Das war schon verrückt. Mhm. Und, aber die Stimmung war so ekstatisch. Und dieser Programm in Königstein, ich kann mich erinnern, kamen nur so erste zwei Reihen von Leuten. Das war ein wichtiger Saal mit Bühne und alles. Mhm. Und Prabhupada saß auf der Bühne, Kirtan, Vorlesung gegeben, als wenn es voll wäre. Mhm. Völlig enthusiastisch. Mhm. Da kam eine Frage nach der Vorlesung, da saß so ein kleiner Mann hinten. Und er sagte, kennen Sie Guru Maharaji? Okay. Und Prabhupada sagte, wen? Nein. Und das war es dann. Das war das Ende von dem Programm. Okay. Und ich war ein bisschen frustriert, aber Prabhupada war total enthusiastisch. Mhm. Und es war eine Ekstase nach der anderen. Das war unglaublich. Wir dachten, wir fahren zwischendurch auf Sankirtan. Ja, tagsüber. Ja, niemand konnte weg. Und hat dann Prabhupada jeden Tag dann auch Vorträge gegeben? Oder ja. Hat er die Möglichkeit, mit ihm zu reden? Ja, ja, ja. Waren auch diese Morgenspaziergänge, waren ja dann auch... Das war nur Auserwählte, das wurde ganz genau kontrolliert, wer da mitgeht. Ich konnte so zweimal dabei sein. Ah, schön. Man sieht mich ja hinten auf den Fotos mit so einer karierten Decke über dem Kopf, weil ich hatte noch keinen Chadar oder sowas. Es war ein bisschen kühl morgens. Okay. Ich habe irgendwie kein großes, ich war im Scheu immer, nicht auf der Straße. Da war ich schon bekannt auf Sankirtan, da habe ich meine Position gewonnen. Die Deutschen respektieren Leistung. Das ist so die allgemeine. Dann werden die plötzlich nicht rassistisch, aber die Leistung, die muss da sein. So, ich wusste, dass diese Mentalität war auch unter Gott geweiht. So, wenn ich da anfange, so an der zweiten Stelle diese Woche und erste Stelle Manidara da, als Buchverteilung, so habe ich meine Position unter den, so haben mich angefangen, Gott geweiht zu akzeptieren. Und ich muss sagen, sie waren sehr, sehr hilfsbereit und da war eine unheimliche Loyalität unter den Gottgeweihten. Unglaubliche Loyalität. Weil wir hatten ja draußen auf der Straße so viel Widerstand gehabt. Da musste man zusammenhalten. Das war bestimmt auch ein schönes Gefühl. Ne? Das war ein sehr ermutigendes Gefühl. Niemand hat den anderen fallen lassen. Das gab es nicht. Und wie viele wart ihr da jetzt? Kann man das sagen? Auf der Straße, so Sankirtan Gottgeweiht? Ja, so jetzt, weil du meinst, alle Tempel wurden hier dann zugemacht, alle waren da. Ja, aber zusammen, das deutsche Yatra, glaube ich, hatte höchstens so 25, 30 Gottgeweihte. Mehr wart ihr gar nicht. Trotzdem wart ihr überall. Wir haben aus Spaß die Leute gefragt, weil da entstanden schon die ersten Artikel. Die Sektengefahr. Und wir waren die dominante Sekte. Da gab es noch Scientology und diese Leute. Aber wir waren gekleidet und so, und dann haben sie noch ein Schloss. Niemand hat geschrieben, dass es gemietet ist. Die dachten, wir kauften ein Schloss. Von dem wie haben sie das Geld gesammelt? Und dann ging schon los, die ganze Propaganda. Das Schloss war nicht gerade ein guter Predigerzug. So viel Neid und so viel kam daraus. Und dann war das alles noch zentriert. So, die Dämonen wussten ganz genau, wo wir sind. Also wart ihr echt nur so eine Handvoll für ganz Deutschland? Wir haben auch Spaß Leute gefragt auf der Straße, die Sektengefahr. Wie viele Leute denken Sie Hare Krishna Bewegung? Wie viele Leute denken Sie? Niemand hat weniger als 50.000 gesagt. Fünf? Okay. Niemand. Wir
waren 25 Mann. Aber wir sind gefahren wie die Wilden. Da war auch eine Menge Leidenschaft dabei. Es war ganz normal, Montag oder Sonntagabend sind wir schon losgefahren, um nicht den Geist, nicht die Konzentration zu verlieren. Ja, waren wir am Montagmorgen in Hamburg. Wieder in München, völlig voll durchgefahren. Was damals einfacher war als heute. Heute ist ja Deutschland nur einziger Stau. Aber damals waren die Autobahnen noch ziemlich frei. Am Sonntag fuhr jede 10 Minuten ein Auto vorbei. Das war die deutsche Autobahn. So, wir sind einfach da voll durchgedüst. Jeder hatte seine Lieblingsstellen gehabt. Und ich war meistens im Süden. Schwarzwald, Bodensee, Allgäu. Das war so mein Ding. Und jetzt einmal zurück zu Schloss Rellershof. Da gab es ja auch die große Einweihung dann 1974. Da warst du aber dann nicht dabei. Oder warst du dabei? Ja. Du warst dabei? Ja. Also wolltest du... Ja, man hat mir einfach... Ich habe... Das war so ziemlich gewöhnlich, dass man... Besonders, weil wir dann nicht auf St. Gedan rumrannten, da wurden wir sofort in die Küche abkommandiert. So, ich habe da noch nachts, kann ich mich erinnern, die Nacht davor habe ich noch Kartoffeln geschält und sowas. Und da gab es Himawati, David Darcy, das war Hans, du, das Frau. Puh, vor der haben wir wirklich Angst gehabt. Das war sehr strikte und dominante Mataji, aber die war wirklich mütterlich. Und die hatten, und das waren unheimliche Köchin. Also die hat feste, die fies waren. Wir haben fast den Körper mehr verlassen. Wir haben das, also sich überessen am Sonntag war Standard. Wir konnten nicht atmen, wir haben so viel Prasadam gegessen. So, und so, da kann ich mich erinnern. Und plötzlich kommt jemand und sagt, morgen ist Einweihung, du wirst eingeweiht werden. Kann man die Nacht vorher, habe ich kaum geschlafen, da muss man gleich duschen, nochmal Haare abschneiden, alles. Und morgens um 10, das war so ein sonniger Tag. Da wurde einfach eine Feuerzeremonie, Gästesand draußen. Sogar einige Eltern kamen vorbei, nicht gerade sehr freundlich gesinnt. Und Prabhupada hat ihn nur angeschaut, einmal, hat er nicht mehr hingeschaut. Und Prabhupada kam raus, saß auf Gästesand und ich saß da. Hab gewartet auf meine Einweihung. Das war fast automatisch, nach 2 Jahren bestimmt auf St. Gedan. Natürlich. Und es war anstrengend, weil ich war total müde. Ganze Nacht Kartoffel geschält und dann noch das hier. So, ich saß da und da gab es die ersten deutschen Heiraten. Glaube ich, ein oder zwei Paare. Und das hat man alles auf einmal gemacht, vor Prabhupada. Prabhupada ist hier, alle Mann auf einmal. So, Prabhupada, da saßen so die Paare da, zwei glaube ich, weiß ich nicht. Und dann wurde mein Name gerufen. Und Prabhupada hat das auf erstes dann gesagt, so, was sind die 4 regulären Prinzipien? Natürlich kannte ich sie und ich habe sie auch befolgt. Aber ich war so weg, ich habe einen vergessen. So, ich saß da vor Prabhupada, Prabhupada hat die Kette gezündet und ich konnte mich an den 4. nicht erinnern. Und Hanser Tutta, der da seine Feuerzeremonie vorbereitet hat, hat es gemerkt. Und der war so ein Stückchen weiter. Er hat gesagt, no drugs, no drugs. Und er hat gesagt, no drugs. Und Prabhupada guckte mich so an und sagte, so, du hast einen vergessen. Ich dachte, Mann, jetzt ist es vorbei. Der tut die Beats weg und ich werde nicht eingeweiht. Prabhupada so... unheimlich barmherzig, so gelächelt. Also, it's okay, just chant Hare Krishna. Und hat mir einfach so die Beats gegeben. Ich war so weg. Ich stand auf und ich starrte Prabhupada an. Ich habe meine Ehrbietung gemacht und trat nach rückwärts, direkt wo die Braut saß, hinter mir. Da. Trat ich auf die Braut und fiel rückwärts in die Büsche dahinter. So. Prabhupada hat es zum Glück überhaupt nicht berücksichtigt. Er hat schon den nächsten Gottgeweihten da gehabt. So. Das war der Tag meiner Einweihung. Und hat Prabhupada direkt was zu deinem Namen gesagt? Also was bedeutet dein Name? Genau, nicht an Ort und Stelle. Das habe ich nachher, gleich glaube ich, gleich danach, hat mir, glaube ich, Hanser Tutta erklärt, was es ist.
Das Manidhara ist eigentlich ein Name von Shiva. Ah, okay. Und Manidhara heißt, Mani heißt, glaube ich, der Juwel. Dhara heißt tragen. So, das ist ein Juwel, der Lord Shiva auf dem Kopf trägt. Oh, wow. Und erstaunlicherweise, die ganzen Jahre in ISKCON, ich war der einzige Manidhara. Prabhupada hat nie den zweiten, manchmal, da gab es so viele Arjunas und sowas, aber diesen Namen hat er nicht wiedergegeben. Ja. Natürlich, Hansa Tutta, nach meinem erfolgreichen Sankirtan-Aufschwung, hat das immer als Manidhara interpretiert. Diejenige, der das Geld herbeischafft. So, das war eigentlich dann letzten Endes meine Funktion. Vielleicht in den 15 Jahren habe ich da, hier das nur ganz kurz, so am Anzahl der Bücher durchschnittlich. Mhm. Wenn man dann den Durchschnitt nimmt, so um die 350 Bücher pro Woche, da gab es manchmal 500, ja. Mhm. Das war so, wir haben so stabilisiert für eine Weile. Wenn man das so durchrechnet, habe ich dafür so um die 350.000 Euro in den 15 Jahren gesammelt. So, das ist nur so aus Spaß, habe ich mir so eine Rechnung aufgestellt. Und es waren die besten Jahre meines Lebens. Und es war ja auch dein Haupt, oder es war ja auch dein Hauptservice, ja? Da gab es nichts anderes. Nein. Also für die Zuschauer. Selbst später nach Prabhupada, als Hare Krishna kam, der war so strikt. Da war es wieder anders. Eigentlich die Standards. Und die wirkliche Art von Sankirtan, das kam mit Hare Krishna. Hansa Tutta war ein fantastischer Gottgeweihter, aber das war so ein chaotischer Dschungelkämpfer. Das war so einer, der konnte man überall schicken. Wenn man dann in den Dschungel, der würde einfach ein Bhakta-Programm mit Affen machen. Das sind so Leute, die haben angstlos, völlig Prabhupada hingegeben. Die konnten überall hingehen. Aber wenn es danach ging um Erhaltung, Organisation und ja, dann war das wieder eine andere Geschichte. Ich habe Hans wieder gefragt, was soll ich essen auf Sankirtan? Weil ein Kochherd oder Topf im Auto zu haben, das war so gut wie heiraten. Das war gar nicht. Na, da gab es kein Kochen, nichts. Und wir schliefen in nicht isolierten Autos, Sommer und Winter, draußen am Schnee geschauert, so, das war normal. Nein. So eine interessante Erfahrung, wenn man sowas 2-3 Jahre macht, der Körper wird wie aus Stahl. Ja, klar, gewöhnt sich dran. Ich habe schon wirklich, ich hätte mir vielleicht einen Nagel durch die Hand jagen können, ich habe das nicht gefühlt. Wir waren wirklich. Die werden so trainiert, die Körper. Und dann, naja, dann kam die erste Lungenentzündung und sowas und wir haben einfach weitergemacht. Es ist dann, das war dann, weil da einfach kein langfristiges Denken war. Das kam mit Hare Krishna. Und der hat dann wurde direkt persönlich von Prabhupada trainiert, als ein Diener. So, der kam in unsere Autos rein und gesagt, was ist das? Ist ja Dreck überall. So, der hat die Stadt. Jedes Auto bekam Küche. Wow, okay. Kami-Essen total gestoppt. Als ich Hansa Tutta gefragt habe, was soll ich essen, hast du angetan? Ich kann mich genau erinnern, den Tag sagte er, kauf dir ein Pretzel. Das war so die einzige Anweisung, die ich habe. Und das habt ihr sozusagen auch gemacht? Natürlich. Okay. Aber dann kam jemand mit der Idee, wir können uns nichts kaufen. Wir sind Mönche. Wir müssen betteln. Dann sind wir morgens ganz früh in die Bäckereien gegangen. Weil die machen ganz früh da ihr Entschuldigung, wir sind Mönche, wir sind hungrig, haben Sie nicht ein bisschen was übrig? Und die haben immer mengenweise alten Brot und Brötchen. Und so. Haben wir, ja, natürlich, nimm es mal mit. So, dann haben wir das gegessen. Natürlich, das wurde langweilig. Dann kam jemand auf die Idee, ja, die Konditoreien machen auch früh morgens auf. Und das endet dann mit einer Situation, wo man morgens im Park auf jeder Bank saß ein Brahmachari mit so einem Kuchen.
Und wir haben gefragt, also wir wussten eins, wir wussten nichts von der Kardische oder sowas, da wusste kein Mensch was. Okay. Hansi Dutta hat das nicht praktiziert. Okay. So, aber wir wussten keine Eier, das wussten wir schon. Da haben wir gefragt, sind da Eier drin? Ich kann mich erinnern, da gab es einen Kuchen, der war sehr populär unter Brahmacharis, das ist der Schwarzwälder Kirsch, das ist mit Alkohol. Wenn man so einen ganzen Kuchen isst, da ist schon mal, da ist man schon ein bisschen erheitert. So haben wir überlebt. Voll mit diesen Kami-Kuchen und diesen. Wenn Hare Krishna das gesehen hat, gesagt, ihr seid wahnsinnig. Alles sofort Schluss von einem auf den anderen. Alle Autos haben eine Küche eingebaut. Und da gab es Breadsticks, hat er gemacht, hat dann gelehrt, wie man Breadsticks macht. Und dann kamen eigentlich die einigen Standards, Gardische natürlich. Ja. Und dann kam so die Standard rein. Das hat er alles Hare Krishna mitgebracht. Wann war das dann? Wann hat Hare Krishna das übernommen sozusagen? Hare Krishna kam nach Deutschland, das war noch vor, natürlich vor Prabhupads Wegscheiden. Das musste, '74, vielleicht sogar früher, weiß ich nicht. Das kam nach der Polizeiaktion. Okay. Ah ja, okay. So, der hat einen Yatra geerbt, das in völligem Chaos. Also wo denn das Schloss auch schon weg war dann sozusagen? Nein, das Schloss war, noch da. Noch da, stimmt. Aber da gab es einen riesen Gerichtsfall, ja, 3 Jahre dauernden Gerichtsfall. Ja, ja. Das war seine Erbschaft, die er bekommen hat. Und viele, viele Gottgeweihte haben dann Deutschland mit Hansi Dutta verlassen. Hansi Dutta musste auch weg, weil da war eine Bedrohung, dass er verurteilt wird, dass er ins Gefängnis kommt. Gab's, die Polizei hatte die Führer der Hare Krishna-Bewegung. Aus die ganze Polizeiaktion, das ist eine Geschichte für sich selbst. Das war wirklich absurd, was da gelaufen ist. Und sehr illegal seitens der Polizei. Das hat uns später erstmal unser Rechtsanwalt erklärt und alles. Sehr illegal, was die da gemacht haben. Aber unser Benehmen auf der Straße war auch nicht so ganz. So Krishna hat es so eingerichtet. Wir haben die Lektion bekommen und dann die Polizei kam angesammelt. So, von dem heutigen Standpunkt gesehen, ja, das hat schon seine Richtigkeit gehabt. Und jetzt nochmal zurück zu Prabhupada. Wurde es dann 1974 eingeweiht, war es dann offiziell Prabhupada-Schüler. Ja. Und war dann in den nächsten Folgejahren, war es für dich dann noch möglich, Prabhupada an anderen Orten zu treffen? Das war das erste Mal, war in Deutschland. Und ich glaube, die Chronologie, ich bin nicht so gut mit Jahren, ja, aber schön. Vielleicht ein, ja, das musste ein, zwei Jahre später. Wo war das? Kam ich zum Schloss zurück, als Amt, Prabhupada in Frankreich. Ah, in Frankreich, okay. Haben alle Autos umgedreht, sofort nach Frankreich gefahren. Das war zum zweiten Mal, wo ich die Genese habe. Da wurde auch eine ziemlich ansehnliche Gruppe von deutschen Gottgeweihten eingeweiht. War das dann da wohl Krishna Balaram da? Und Krishna Balaram war installiert. Ja, genau, also genau an dem Punkt. Ja, genau. Ja. Und das war, ich habe das heute schon erklärt, in der Lecture erwähnt, war ein ekstatisches französisches Festival. Das war wirklich was. Und das war, so 2-3 Tage waren wir da, dann wieder Autos umgedreht nach Deutschland zurückgefahren. Und dann nochmal woanders? Und zum dritten Mal. Das kam auch völlig überraschend, das hat niemand erwartet, weil wir wussten schon, Prabhupada ist in Vrindavan, er fastet. Und Prabhupada hat gesagt, das Einzige, was mich noch am Leben erhält, ist die Buchverteilung. Wenn ich die Sankirtan-Resultate höre, ich fühle mich wie ein junger Mann. Und Prabhupada, das ist so, das kann man an dieser Ort und Stelle sagen, hat selbst sein Wegscheiden als ein Mittel benutzt. Um uns mehr anzuspornen in der Buchverteilung. Okay. Okay. So, das war ein Non-Stop-Marathon. Und dazu, wenn immer wir im Tempel waren, wir waren von den Bildgestalten, Madna Mohan, und haben gebetet, bitte, bitte, Krishna, lass unseren spirituellen Meister noch eine Weile da sein. Und es war ein Kampf mit der Zeit. Es war dramatisch. Und wann immer die Resultate Prabhupada präsentiert wurden, wir haben es verdoppelt. Prabhupada sagte, double it.
Das hat er so oft gesagt, dass wir hatten damals in so eine Buttonmaschine, weißt du, da macht man so diese, wo man sich so ansteckt, da stand drauf Doublet. Und jeder hatte das. Und ihr habt das auch immer geschafft? Fast immer geschafft. Und sobald wir es verdoppelt haben, Doublet. Wir gingen nicht mehr von der Straße runter. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ihr habt ja echt schon viel. Das war Wahnsinn. Wir dachten, das ist unser Weg, um Prabhupada noch hier zu haben. Das war nicht mal um Buchverteilung oder barmherzig sein zu bedingten Segeln. Das war uns egal. Ihr habt das echt. Einfach nur Double It, damit Prabhupada hier bleibt. Das war so die Haltung. Und war das dann im letzten Jahr? Das war ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Das waren ganz die letzten Monate. Okay. Ja, und dann hat mich Hare Krishna informiert, da gab es eine Liste und der Auserwählten, Prabhupada hat gesagt, ich will, dass alle meine älteren Schüler ihren Dienst aufhören und hier nach Vrindavan kommen und vor meinem Bett chanten. So, ich war einer der auf der Liste. Dann hat man mich, weil ich hatte, um sehr schnell wie möglich Visa zu kriegen, hat man mich nach Rom geschickt, wo es bekannt war, dass die indische Botschaft in Rom gibt besonders schnell Visa. Nicht ganz umsonst, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich bin nach Rom gefahren und da kam ich gerade zu Govardhan Puja, da an. Zu dem Zeitpunkt hatten italienische Devotees so eine riesen Villa am Rand von Rom gehabt, mit so einem Park dazu und so ein riesen Zelt aufgebaut. Und in Italien weiß man auch, wie man Feste feiert. Das wissen die. Da war Fernseher da, die haben so einen Film gedreht sogar. Und da haben sie das hier eingebaut in ihren Film. Okay. Und da gab es richtig Kameras überall und so. Riesen Festival. Govardhan Puja, kann mich erinnern. Und dann, was war das, zwei, drei Tage danach, ne? Ich habe schon mein Visa gehabt und da wurde schon ausgetüftelt, wie man fliege. So, ich war gerade beim Tempelpräsidenten im Büro und man hat gesagt, Hare Krishna ruft an. Er will mit dir sprechen. Und der Tempelpräsident saß also beim Tisch. So, ich habe ein Telefon angehört und hat gesagt, du brauchst nicht mehr zu fliegen. Prabhupada hat gestern den Körper verlassen. Und das in Italien. Der Tempelpräsident starrte mich so an. Alle hatten so eine Ahnung. Und dann hat er gesagt, ist der Tempelpräsident auch da? So, ja, der sitzt mir gegenüber. Kann ich mit ihm auch sprechen? Hat er ihm das auch gesagt. Der hat das Telefon in die Ecke gedonnert, rannte die Treppe runter und da waren vielleicht 300 Gottgeweihte im Tempel. Das war dieses Festival war eigentlich noch. Ja, das war ein Festival. Die kamen alle raus, auf einmal. Und wir hatten so 2,5 Tage nonstop Guru Puja. Nonstop, einfach. Das war ständige Guru Puja. Und danach, naja, ich musste nach Deutschland zurück, dachte ich, Mann, jetzt ist aber alles vorbei. Schwierig zu beschreiben, aber die Leere, die man empfand, war alles sinnlos. Die Welt da draußen und alles. Und hat alles plötzlich keinen Sinn gemacht. So, ich saß am Zug, die mussten von Rom nach Turin mich fahren, zum Zug. Saß ich mit dem Zug nach Frankfurt im Coupé alleine. Und ich hasste die Kamis. Ich dachte, das ist so ungerecht. Die machen da ihr Ding weiter und Prabhupada ist nicht mehr hier. So, der Schaffner kam rein. Der Fahrkarten ist der Verschwinder, aber sofort Verschwinder. Der ist gleich raus. Und dann kamen immer Leute, während das fährt man einige Zeit. Turin, Frankfurt. Kamen Leute, Entschuldigung, ist dein Sitz frei? Verschwinder! Ich fuhr allein in dem Coupé bis nach Frankfurt. Stieg ich aus und dachte ich, wie muss es im Tempel aussehen? Da kam ich in Schloss Lettershof rein. Die hatten ja schon vor zwei Tagen, die hatten dann schon ihren Feast und alles und die ganze Guru Puja und alles gemacht. Es hat sehr normal ausgesehen. Das hat mir unheimlich geholfen. Dachte ich, naja, sieht alles so ziemlich normal. Ne? Mein Auto steht noch vor der Tür.
Die Schlüssel habe ich noch. Alles noch bei. Die Bücher sind da. Mal gucken. Haben wir die Bücher eingepackt. Dann bin ich nach irgendwo nach ganz in der Nähe von Frankfurt reingefahren, ausgestiegen. Ich sagte, bitteschön, der erste Mann hat das Buch mitgenommen. Dachte ich. Geht weiter. Geht weiter. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich heute noch auf der Straße, wenn ich rausgehe, manchmal sehr ekstatisch aussehe. Nicht wegen Liebe zu Gott oder Mitleid mit den bedingten Seelen hier. Aber ich finde Prabhupada immer wieder. Schön. Jedes Mal, wenn ich das Buch mitnehme, denke ich, wow. Prabhupada spricht immer noch. Ist da. So, ich denke im Allgemeinen, wer Prabhupada finden will und eine Beziehung zu ihm haben will, und ich denke, jeder Gottgeweihte kann Beziehung zu ihm haben, der soll sich in seiner Mission beschäftigen. Und der wird Prabhupada finden, der will seine Beziehung zu ihm aufbauen. Das ist nicht für so eine exklusive Gruppe von Prabhupada-Schülern. Ich weigere mich, diesen Titel sogar anzunehmen. Das meiste Krishna-Sein habe ich sowieso nur mit jungen Gottgeweihten verbracht. mit die Schüler dann waren von meinen Gottbrüdern oder sowas. Ich sehe da nicht keinen Unterschied. Manche halte ich definitiv für mehr fortgeschritten als ich. Und die haben Prabhupada nie gesehen. Aber natürlich, wenn man da so behandelt wird, so, oh, Prabhupada Schüler und so, dann denke ich immer, ja, mal gucken. Hey Jungs, ich muss mal zeigen, ob ich Prabhupada-Schüler bin. Das ist kein Kastentitel. Wir sind keine Prabhupada-Schüler-Kaste. Das ist nicht automatisch. Ich muss mich erweisen und zeigen, ich bin Prabhupada-Schüler. Ich fühle das als eine Herausforderung. Und Prabhupada hat uns herausgefordert. Hör mal Jungs, ihr müsst mal ein bisschen zum Standard kommen hier. Und gab es eine Situation, wo du Prabhupada in der Vergangenheit, wo du ihm persönlich dienen konntest oder wo du gemerkt hast, dass dein Dienst, den du gemacht hast, Prabhupada wirklich wichtig war oder dass das er das akzeptiert, bekam ich schriftlich. Dass das akzeptiert hat? Ja, da gab es ja diese eine Situation. Ja. Ne? Der Theater, der ganz kurz GBC war für Deutschland, das war so eine Zwischenphase zwischen Hansetutta und Hare Krishna. Und der war auch sehr, sehr, hat Sankirtan sehr unterstützt und so. Der ging nach Deutschland, der fuhr nach Vrindavan, Prabhupada hat dort getroffen, hat gesagt, Prabhupada, wir haben in Deutschland Rekord geschaffen. Gab es zwei Gottgeweihte, Manidhara und Rohini Sutta, die haben eine Woche 501 und 502 Bücher verteilt. Prabhupada hat ohne weiter was zu kommentieren, gesagt, bringt mir Papier. Dann haben sie diesen Aerogramm gebracht. Das ist einfach ein Stück Papier, das faltet man zusammen, das wird wie ein Umschlag. Und Prabhupada hat diesen Brief diktiert. Ich habe das immer noch das Original. Wo uns dankt für die Buchverteilung und sagt, dass selbst auf der transzendentalen Ebene gibt es, kann man Krishna noch mehr freuen, was ja gerade passiert ist. Und hat er uns einfach diese Anerkennung gegeben. Ne? Und das halt, hielt ich dann so als für eine schriftliche Bestätigung, dass Prabhupada meinen Dienst akzeptiert hat. Ohne das würde ich hier nicht sitzen. Da gab es schon so viele Möglichkeiten, daneben zu gehen. Für mich und für die anderen auch. Von verschiedener Art. Maya kommt, selbst mit Tilakan. Die ist clever. Prabhupada hat gesagt, das ist eine reine Gottgeweihte, die kommt in den Tempel auch. So, die kam in allen möglichen Formen. Aber letzten Endes war immer diese Warnung da. Und ich kann es nur empfehlen, alles, was wir tun, sollte in Referenz in Beziehung zu Prabhupadas Worten, zu seinen Anweisungen und zu seinem Beispiel geben. Das kann man sogar so weit gehen, das klingt jetzt sehr radikal, aber ich werde die Möglichkeit nutzen, weil wir aufgenommen werden,
ich könnte einen meinen Gottbruder zitieren, der gesagt, ich verstehe nicht. Diese ganzen Probleme, die heute diskutiert werden manchmal unter Gottgeweihten, die wurden schon diskutiert, als Prabhupada war. Natürlich. Und Prabhupada seinen Kommentar gegeben. So, wir brauchen keinen neuen Kommentar. Das stimmt, ja. Das sehe ich. Alles schon da gewesen. Ja, ja. Und das war's dann, Schluss. Genau. So, manchmal treffe ich Gottgeweihte, so, die zitieren da Sachen oder bringen Sachen von irgendwo. Und dann frage ich mich, was ich sage, weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Mhm. Und warum soll ich darüber nachdenken? Mhm. Früher, also für mich, Prabhupada hat uns alles gegeben. Mhm. Und wir brauchen nicht mehr. Mhm. Nicht nur das, aber wir haben nicht mal richtig verstanden noch, was das alles bedeutet. Wir haben noch gar nicht angefangen, Prabhupadas Anweisungen, Lehren, sein Beispiel in alle Tiefe zu recherchieren. Mhm. Danach hingehen und einfach nachforschen. Mhm. Es geht nicht nur darum, was Prabhupada gesagt hat, aber wie er das gesagt hat. Mhm. Unter welchen Umständen, wie. Oh, da muss man gucken. Ich hatte so eine Zeitspanne, da habe ich so ein, zwei Jahre, lebte in Grihastha. Fand ich mich in keiner ganz so ziemlich isolierten Situation. So, ich hatte so eine Zeit, ich brauchte nicht dazu zu kämpfen, um wie die Familie erhalten oder sowas. So, ich habe so eine Zeit gehabt, da habe ich zwei Jahre nonstop Prabhupada gehört. Mhm. Und dann kam so eine Zeit, da war ich schon alleine, da habe ich noch mehr Prabhupada gehört, Tag und Nacht. Mich hat allein die Stimme fasziniert. Mhm. Die erste Mal, wo ich Prabhupada gehört habe, das war so ein Tape, das habe ich im Tempel gekauft. Mhm. Kein Wort verstanden, ich konnte ja nicht mal Englisch. Mhm. Und sein viktorianisches Englisch ist noch ganz besonders. So, ich konnte, aber die Stimme hat mich so fasziniert. Mhm. Ich habe so eine Stimme noch nie gehört. Mhm. So, ich habe das immer wieder gehört, bis ich dann anfing so langsam zu verstehen, was er da sagt. Ich habe eigentlich, man kann sagen, Englisch habe ich, das meiste habe ich von Prabhupada gelernt. Ja, da wollte ich auch nochmal fragen, ob es wirklich so war, weil du hast das letztens erwähnt. Also das ist echt, da gab es keine Englischkurse und in der Schule, die paar Jahre, haben mich nichts gelernt. Mhm. How do you do and tea time und so Blödsinn. Also das so spricht man nicht im normalen Leben. Ja, ja, ja. So, da gab es viele englische Vorlesungen und sowas und auch Prabhupada. Und dann, ja, ich habe einfach nur zugehört und ich weiß gar nicht heute, wie ich Englisch gelernt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich Englisch spreche. Ich benutze das einfach. Ja. So, ja. So, das ist das, was ich. Ich mache eigentlich nichts anderes. Ich fahre rum und erzähle über Prabhupada. Ja, da sind wir auch sehr dankbar, dass du das machst. Und ich habe eins gemerkt: Es wird mehr und mehr gefragt. Hm. Ja. So, wenn ich das machen kann bis zum Ende von meinem Leben, bin ich ein glücklicher Mann. Da hätte ich noch eine Frage. Gibt es eine Eigenschaft von Prabhupada oder eine Eigenschaft, die du besonders wertschätzt oder die du sagst, das ist die wichtigste Eigenschaft, was Prabhupada von mir wollte oder was er selber präsentiert hat? Oder also in Bezug auf mich, oder? Ja, oder... Gibt es so viel. Prabhupada war ein Ozean von unglaublichen Eigenschaften, die er auch erwartet hatte, dass wir doch ein bisschen davon mit wiederholen und in unser Leben manifestieren. So vielleicht das Erste, was mich wirklich stabilisiert hat, war das Gefühl der Verantwortung. Ja, schöner Punkt, ja. Prabhupada demonstriert, wie verantwortlich er sich fühlt gegenüber seinem spirituellen Meister. Und die Mission kam daher. Das war nicht seine Idee. So, natürlich hat er erwartet, dass wir genau die gleiche Einstellung haben. Und das half mir dann, die glücklicheren Zeiten und die mehr unglücklicheren Zeiten, das war nicht so wichtig. War eine Pflicht da. Eine Verantwortung. Ich habe meine Verantwortung gegenüber Prabhupada. Und obwohl ich fühle, dass, ja, ich habe den öfters mal vermisst, dachte ich, Prabhupada, jetzt bräuchte ich eine über den Kopf mit einem Stock. Das war gut. Es kam in einer anderen Form. Prabhupada hat mir Leute geschickt, die haben gesagt, Vorsicht.
so Prabhupada sprach durch, zu mir, durch meine Gottbrüder, durch andere. Ja. Es war, you know, wenn man will, wenn man den Wunsch hat, man bekommt Hilfe. Ja. So, natürlich würde ich mir wünschen, aber ehrlich gesagt, ich habe nie gesucht oder nie vermisst, dass ich habe noch nie richtig persönlich mit Prabhupada gesprochen. Ich wüsste nicht über was. Kam es gar nicht dazu? Nein, nicht ein einziges Mal. Ich stand immer hinten, ich habe mich nach vorne gedrängt. So gibt es diese Gruppenfoto bei Prabhupada im Schloss Lettershof an der Treppe da. Mm-hmm. Ich bin dabei, aber du siehst mich nicht, ich bin da hinten. Ich habe mich nie nach vorne gedrängt oder sowas. Fand ich auch unnötig. Das Foto sagt nicht alles. Ja, klar. Ja. Da gab es an dem Foto gibt es welche, die sind bald danach gegangen. Okay. Und auf dem Foto gibt es welche, die sind bis heute noch da. Mm. Warum? Mm. Das ist nur diese Pflicht, die man hat. Ja. Diese Verantwortung. Ja. Und abgesehen davon, die fragte mich manchmal, ob ich nicht die Idee hatte, manchmal was anderes zu machen oder sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Das ist schön, dass das mir ist nichts anderes in 50 Jahren eingefallen. Mm. Aber wirklich nicht. Hm. Wir brauchen nur rauszugehen, mir die Kamis anzuschauen, was die da machen und sowas. Manche Sachen sind ja wirklich interessant und so, aber nicht für mich. Hm. Ich bin eigentlich ziemlich unqualifiziert, ein echter Kami zu werden, habe ich rausgefunden. Hm. Ich würde mich da nicht qualifizieren. Ja. Und ich habe noch sogar, immer noch halte ich mich am Boden. Das braucht man nicht hier auf die Kamera, so großartig so zu essen. Aber ich habe manchmal Teilbeschäftigungen, nehme ich so mit. Hm. Die kommen von alleine, ich kämpfe nicht drum. Hm. Wollen Sie für uns abends mal Auto fahren? Hm. Ja? Hm. Und ich kann dir da Geschichten erzählen, die sind fast wie vom Sankirtan. Du hast schon Sachen arrangiert einfach, ja. Ich unterwegs als Grihasta dachte ich, ja, ich muss ja auch ein bisschen was beitragen, einen Job haben oder sowas. Oder. Ein Jahr habe ich so nebenbei in einer privaten Sprachschule unterrichtet. Okay. Nie vorher was gemacht. Das ist alles in der Tschechei. Hm. Ich bin da reingekommen in eine Zeit, wo es in der Tschechei viele Leute waren, die konnten nur Russisch als Fremdsprache. Aber das war vorbei. Mhm. So jetzt kam Deutsch, Englisch in das, und die wollten schnell Deutsch, Englisch. Und du konntest das. Und die Eigentümerin von der Privatschule hat ein Interview mit mir gemacht, hat eine halbe Stunde mit mir Englisch gesprochen. Die Lady war 3 Monate in England, das war ihre Erfahrung. So, eine halbe Stunde hat sie gesagt, sie sind sofort eingestellt. Dachte ich. Meine liebe Lady, ich habe es nie gemacht vorher. Mm. Nein, ich werde alles einrichten. Hat mir ein Büro gegeben und dann hat sie mir Leute geschickt, Privatunterricht. Okay. Und das nannte man Konversationsstunden. Das waren so reiche Damen, die konnten schon Deutsch oder Englisch, aber wollten die Sprache aufrechterhalten, weil die nicht mehr so mit ihren Männern da durch die Gegend fuhren. Das waren richtig reiche Leute. Mm. Und man kann nicht mit dem Mann auf der Straße Deutsch, geht nicht, es gibt kein Problem. Ne? Mhm. So, da haben sie es offiziell gemacht. Eine Menge Geld gezahlt pro Stunde. Und dann saßen einfach mit mir und das wurde mir dann schon nach einer Woche sehr langweilig, mir dieses Geschwätz von diesen Leuten anzuhören. Aber die waren freundlich und ich war der Lehrer. Ne? So, da habe ich gelernt, die Konversation zu manipulieren. Okay. Oh, bald landeten wir bei der Bhagavad Gita und sowas. Und die nannten mich den Mann aus Indien. Hm. Die wussten nicht richtig, dass ich Hare Krishna bin. Der Mann aus Indien. Hm. Und, ich fange einfach, you know, nach 2-3 Monaten habe ich die ersten Bhagavad Gitas da verkauft. Mitten in der Sprachschule. Und dachte ich, wow, wann kommt die Agentur vorbei? Aber die war auch sehr wohlgesinnt. Die hat gesagt, sie können hier machen, was die wollen. Hauptsache, die kommen zurück und zahlen. Mm. Und es war einfach so eine absurde Beschäftigung. Mm. Ich musste nachher diese Damen wirklich kontrollieren. Weil wenn die locker waren und haben einfach
Sie haben sie virtuell, in Deutsch oder Englisch, haben sie mich so auf da in verschiedene Lokalitäten eingeladen. Mm. Da musste ich schon Barrieren einstellen, wo wir da virtuell gehen können, wo nicht. Mm. Weil die waren einfach lalalala. Das war eine bizarre Beschäftigung. Das war so ein paar Monate. So. Mm. Oh ja, da gibt es mehr davon, aber das ist so nebenbei. Aber dein Hauptfokus war ja die ganze Zeit eigentlich die Buchverteilung. Ja. Wie du ja vorhin schon gesagt, das verliert man nie wieder. Gesagt hast, also wenn du die Bücher rausgibst, siehst du da einfach, oder du spürst, wie Prabhupada damit zufriedengestellt wird. Und das finde ich halt so interessant. Und das hat mich auch gezwungen, abends mal wieder zu dieser Tätigkeit zurückzukehren und immer wieder. Zu, weil ich habe plötzlich gemerkt, oh, Prabhupada ist so weit weg. Mhm. Um seine Nähe zu provozieren, musste ich wieder auf die Straße. Ja. Und sobald das erste Buch rausgeht, da ist er. Ja. Und das ist das, was ich eigentlich auch nur bestätigen kann, weil ich habe irgendwie dasselbe Gefühl, wenn ich so rausgehe und ich merke, wie das... Wie das genau, kann jeder spüren. Das kann jeder spüren. Das kann jeder spüren. Das ist halt das ist nicht ein Privileg von Prabhupada-Schüler oder sowas. Genau. Das kann jeder spüren. Und dann können wir natürlich jetzt ein bisschen weitergehen damit und betonen, dass Prabhupada wollte, dass diese ganze Bewegung sich in diesem, auf dieser Ebene platziert ist. Ja, genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dass der Sankirtan-Geist nie weggeht. Mhm. Ganz egal, in welcher Situation man ist oder welche Position man hat in ISKCON oder was auch immer. Das sollte nie weggehen. Ich habe da eine Sammlung da, ich habe meinen eigenen Lexikon geschaffen von Prabhupada Zitaten. Okay, auf Thema Sankirtan auch. Da gibt es Zitate, die kann ich heute nicht so zitieren. Das ist schon ein bisschen ganz heiß. Hm. Aber würdest du dir das wünschen, so für die Zukunft der ISKCON, dass wieder... Ich hoffe, Fokus, natürlich hoffe ich. Man muss daran arbeiten, weil das ist das Erste, was Maya angreift. Ja, klar. Den Fokus, die Konzentration wegzunehmen. Und natürlich, wir verbreiten auch eine Kultur und alles. Da kommen heute haben wir die Kongregation und da kommen so viele Sachen. Meine Furcht ist, dass wir langsam zu einer Unterhaltungsbewegung degradieren. Die Leute finden uns gut. Ja, gutes Essen, gutes Tanzen. Ja. Die Mädchen tanzen hier. Nichts gegen das. Es ist gut. Aber Prabhupada hat bei jedem Programm gefragt, wie viele Bücher? Dann hat er gesagt, was den Nutzen von deinen Stunden reden, wenn da kein Buch rausgeht. Das war eine Herausforderung. Und ihr habt das früher noch mehr beachtet. Fast und es wird noch beachtet. Vielen Lokalitäten habe ich festgestellt. Das wird noch, Bücher sind, der Buchtisch ist immer da oder was auch immer. Die Leute sollten uns so kennen. Hare Krishna Buch. Selbst wenn sie noch keinen gekauft haben und wissen, aber es gehört einfach dazu. Aber das Gefühl habe ich zum Beispiel in Deutschland. Wenn wir heute verteilen und man trifft Leute, Hare Krishna, die haben Hare Krishna und Buch, das ist so eins. Sehr weil gut. Die einfach uns kennen. Sehr weil gut. Die einfach so viele Jahre jetzt schon diese Bücher weitergeben. Ja. Leute kennen uns durch die Bücher. Ja. Und wer prägt. Und das ist dieser Profil und dieser Image, was Prabhupada hat. Als die ersten Bücher rauskamen, Prabhupada gesagt, jetzt werden die uns ernst nehmen. Ja, genau. Vorher waren wir in so tanzende Hippies und so. Buch. Jetzt werden die uns ernst nehmen. Das ist auch ein guter Punkt. So, das sollte nie verloren gehen. Schlimm ist, wenn manchmal in einigen Gegenden oder sogar Ländern völlig das Sankirtan verschwindet. Dann wieder das in Gang zu bringen, ist nicht einfach. Aber wenn da schon 1, 2, 3, 4 so rumlaufen, dann kann man schon hinweisen, guck mal, der macht das. Und dann das braucht Beispiele. Physische Beispiele von Leuten, die da sind. Und ich habe diesen Luxus gehabt, da gab es nichts anderes. Ich kam in eine Bewegung rein, alle Mann waren draußen, die Tempel waren leer. Und da gab es nur, ich kann mich erinnern, den ersten Mayapur-Meeting, das war ein Jahr nach Prabhupada gegangen ist, bin ich erst mal nach Mayapur, nach Indien geflogen. Da war ich schon einige Jahre auf Sankirtan. Da war ich schon ein bisschen bekannt, so der Sankirtan-Star aus Deutschland und so. Und ich kam nach Mayapur Festival.
Das war eine unheimliche Atmosphäre, dieser Verlust von Prabhupada und alles. Und standen überall diese Vyasasans. Prabhupada hat sich in 11 aufgeteilt. Das wurde wirklich öffentlich gepredigt. Und, das war einfach, jeder war einfach noch in diesem Schock. Prabhupada ist nicht da und sowas. Und das wurde alles noch in diesen Sangitan reingelegt. So der ganze Mayapur-Festival war einziges Sangitan-Meeting. Jeder Gottgeweihte, den man dann traf, war wie viele Bücher? Ich habe den führenden Sangitan-Gottgeweihten auf die ganze Welt getroffen. Der guckte mich mit seinen eiskalten Augen an und sagte, nächstes Jahr werde ich dich schlagen. Das war unser Vaishnava-Sangha. Das war nur das. Die Atmosphäre war unglaublich. Ich dachte, wenn das hier bleibt, das kann niemand aufhalten. Wir fahren weiter. So, aber natürlich, dann kommt Maya vorbei und sagt, Jungs, sei nicht so fanatisch. Wir müssen mehr in Betracht nehmen, wie wir uns fühlen, was wir denken und das soziale Leben. Aber ich sehe, dass diese Richtung nicht gerade sehr gute Resultate vorbeibringt. Wir fühlen uns immer noch schlecht. Unser soziales Leben hat viel zu wünschen. Warum? Wenn das so wichtig ist. Und da werden Seminare gegeben und alles. Und warum? Wenn wir diese Sangitan-Fanatiker waren, hatten wir diese Probleme gar nicht gehabt. Da gab es keine Notwendigkeit, darüber zu reden. Die gab es einfach nicht. Ich habe mit den unmöglichsten Leuten auf Sangitan die beste Beziehung gehabt. Aber da waren wirklich gleich am Anfang, besonders am Anfang, da habe ich extreme Leute im Auto gehabt. Da gab es kein Bhakta-Training, da gab es gar nichts. Da wurden Leute einfach ins Sangitan-Auto gestoppt, mal gucken, ob der die Woche überlebt. Und du hast dann live gesehen? Und ich musste dann, da habe ich Wunder erlebt. Absolut unglaubliche Sachen. Ich habe Leute erfahren, die am Montag mit mir rausfuhren, Gottgeweihte, die waren so weg, die konnten ihren Namen nicht aussprechen. Das waren Drogenfälle und alles Mögliche. Und am Samstag kamen sie zurück als ekstatische Sangitan Gottgeweihte. Eine Woche. Da habe ich gesehen, wow, das wirklich, das funktioniert. Gab es einen, ich kann mich erinnern, Krishna Kanamrita, der war sehr nice, aber der war mal wie schüchtern. Der kam aus einer reichen Familie, ziemlich anders als wir. Und der kam aus einer reichen Familie und der hatte immer so, bitteschön und so. Und dachte ich, boy, in Deutschland, da muss man ein bisschen mehr reinhauen. Da habe ich ihn auf so einen riesen Parkplatz genommen in Esslingen, ich kann mich erinnern. Das waren so Plätze, die ich schon ausgesucht habe, im Bhakti-Training. Weil da konnte man ein bisschen cooler, die Leute, wenn die aus dem Auto aussteigen, haben die nicht so eine Geschwindigkeit drauf. Da habe ich ihm gezeigt, so die grundsätzlichen Sachen. Und ich kann mich erinnern, der erste Buch verteilt, der kam zu mir rein. Ich habe ein Buch verteilt. Der hat gesagt, nicht anhaften. Was? Was ist anhaften? Das hat er gleich rausgefunden, weil die nächsten 2 Stunden hat er nichts verteilt. Das hat er gelernt. Vorsicht, nicht anhaften. Das lernt man an einem Tag. Der hat am ersten Tag hat er vielleicht 2 Bücher verteilt. Am Samstag, da habe ich wirklich schwere Zeit, mit ihm mitzuhalten. In einer Woche. Ich kann mir in die Gesichter der Gottgeweihten, da sieht man so einen Bhakta, der fährt am Montag los, hat fast Angst ins Auto einzusteigen. Und Hare Krishna, so, das ist so wie der Abschied, you know, zum Todes. Dann, Samstag kam er in die Tür rein. Kalanga! Die haben mich alle gesagt, was hast du mit denen gemacht? Und ich gesagt, nichts. Der hat nur verteilt. Ja, solche Sachen hat man gesehen. Ich weiß nicht, wo die Aussage herkommt. Man sagt ja immer mal, Sangitan ist die Schule des Lebens. Ja. Kommt das von Prabhupada oder wo? Das weiß ich nicht, aber es ist die Schule des Lebens. Ja, aber das ist wieder so eine Bestätigung dafür. Prabhupada hat nicht, er war vorsichtig.
er wollte ja eine ganz breite Schicht von Leuten im Krishna-Museum beschäftigen. So, obwohl er sehr exklusive Beziehungen zu Sankirtan-Gottgeweihten hatten, das hat man gewusst. Und wir hatten alle das Gefühl gehabt, wir sind so ein bisschen die Elite-Truppe. Weil da kamen mehr und mehr Gottgeweihte, der hat Puja gemacht und dies und jenes und BBT und übersetzt. Und da gab es schon die Vielfalt der die Dienste, hat sich mehr und mehr erweitert. Aber wir dachten immer, wir sind die. Das war auch gefährlich, wenn man da aufgeblasen wird oder sowas. Aber das wurde auf der Straße reguliert. Da kriegt man sofort eine rein. So, Prabhupada wusste das. Deswegen hat mit Sankirtan Devotees, war der sehr, immer sehr entspannt. Keine Anweisungen und sowas. War das sehr persönlich. Und da gibt es in Amerika, wo Prabhupada schon sich hinlegte und dann sah er aus dem Fenster, die Sankirtan Devotees sind angekommen. Hatte die Tür aufgemacht, auf seinem Zimmer gesagt, wie viel? Und die waren alle noch richtig am Kochen. Er hat gesagt, komm mal rein. Und dann konnten sie einfach bei Prabhupada abends im Zimmer sitzen und der war schon in seinem Bett. War sehr, sehr intensiv. Man hat das Gefühl gehabt, das ist wirklich, jetzt bin ich am Prabhupadas Herzen dran. Die Buchvertragung, das war wie so ein Prabhupada Herzschlag. Und man war direkt dran. Und immer noch. Und es ist immer noch. Ja, das ist eigentlich das Fundament der ganzen ISKCON. Sollte sein. Ja. Es hat halt den Preis der Hingabe. Da kann man sehen. Jemand denkt, bin ich jetzt wirklich hingegeben oder nicht? Auf Sankirtan braucht man nicht zu spekulieren. Einfach nur rausgehen, Bücher verteilen, da wird man es feststellen. Ja, das ist so wahr, ja. Da kann man Sankirtan, man kann eine Zeit lang Sankirtan mit verschiedenen Motivationen machen, aber sehr kurz. Auf Sankirtan muss man alle auf unmotivierten, hingebungsvollen Dienst kommen, auf die Ebene, sonst kann man das nicht machen. Sobald man anfängt, falsche Erwartungen oder Bedingungen zu stellen, das ist der ganze Prozess ruiniert. So, da muss man einfach nur, Krishna, hier bin ich, bitte, nimm mit dem Atram, mach mir ein Werkzeug in deinen Händen. Das ist das Ende von Bhagavad Gita. Und was dann passiert, das ist spannend. Genau, das kann dann jeder. Man wird zu einem Zuschauer. Ja, genau. Wenn man abends zurückkommt zum Auto und denkt man, wir haben die Bücher ja nicht verteilt. Wenn man fragen sie, wie hast du das verteilt? Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich habe einfach, das geht dann so weit, dass man sagt, zu einem Förster, der aus einem Auto aussteigt, wie war die Jagd? Der Mann flippt aus, sagte, woher wissen Sie, dass ich ein Förster bin? Keine Uniform, nix. Und dachte, Mann, warum habe ich es gesagt? Ja, aber der Mann flippt aus und sagt, ja, wissen Sie, das ist in den Büchern, nehmen Sie es mal mit. Das sind so Sachen, die sagt man einfach. Auf der Straße, wenn man wirklich in die Harmonie mit Krishna kommt, da wird Sankirtan plötzlich so einfach. Man sieht sie alle. Man weiß, was die denken, man weiß, was die fühlen. Und dann braucht man nur mit Krishna Barmherzigkeit zu zeigen, Jungs und Mädels, was immer ihr hier sucht, das ist hier im Krishna Bewusstsein. Wenn man das versucht, den Leuten wirklich zu vermitteln, und man, aber da muss man einfach rein in seine Motivation sein. Bisschen Neid, bisschen sofort alles gestoppt. Sofort alles gestoppt. So, das ist ein Gang am Prabhupada gesagt, das ist ein Gang an der Rasierklinge. Gibt es nicht viel Platz zu balancieren. Und dadurch geht jede Sankirtan Gottgeweihte jeden Tag durch. Da muss er durch. Und dazu gibt noch, dazu läuft parallel, jetzt spreche ich über mich, meine Varna-Bedingtheit.
als Sankirtan Gott geweihte. Ich wollte nie heiraten. Warum? Hm. Ich habe noch den Bonus gehabt, dass ich als einziger Brahmachari in Deutschland 15 Jahre Sankirtan Matajis gemanagt habe. Hm. Warum ich? Weiß ich nicht. Die haben Hare Krishna gefragt, warum mache ich das immer? Mit den Matajis, da wir waren alle junge Leute. Hm. Da gesagt, warum? Hat keinen Sex mit denen. Das war alles erledigt. Hm. Und ich dachte immer, warum immer ich? Und ich bin manchmal losgefahren mit dem Auto. Ich habe mir den fanatischsten Brahmachari als Bodyguard ausgesucht. Und hinter mir fuhren drei Autos voll mit Matajis. Ich habe keine schlechte Erinnerung dran. Hm. Wir waren alle so von der Barmherzigkeit bedeckt. Hm. Und die haben verteilt. Hm. Wenn da ein Mann vorne ist, dann fangen sie erst richtig zu verteilen. Das ist eine psychologische Sache. Mhm. Das wissen sogar die Firmeneigentümer. Naja, klar. Mhm. Wenn das so eine Etage mit Sekretärinnen haben, dann sitzen sie der einen Mann im Office und die sind alle, die reden über ihn und blablabla. Das ist alles psychologisch. Anyway. Mhm. So, ich habe Hare Krishna gefragt. Ich fühle mich die ganze Woche wie diese Karotte vor dem Esel. Kennst du die Geschichte, wie man Esel operiert? Man hängt auf einem Stock eine Karotte vor seine Nase. Der Esel, der fragt gar nicht, wo die Karotte herkam. Der denkt, ah, oh, Karotte, wenn ich einen Schritt mache, dann kann ich reinbeißen. Mhm. Ja, aber die Karotte geht ja mit. Ne? Und so kann man denken, wunderbar. Mhm. Und er hat gesagt, so fühle ich mich, wenn ich diese drei Autos vor mit Matajis hinter mir herfahren, wie eine Karotte am Stock. Und er hat so ganz cool gelacht, er war ganz pragmatisch. Er hat gesagt, okay, muss nur sicherstellen, dass die Karotte nicht gefressen wird. Alles. Das war die einzige Anweisung, die er mir gegeben hat. Vielen Dank. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie Frauen so ekstatisch gesehen. Ich habe nie Frauen so einen Dienst machen. Die weinten auf der Straße. Er sagte, okay, Mataji, ist aber genug. Geh mal zum Auto zurück. Nein! Nein! Und weiterverteilt. Boah, da wird man respektvoll. Wenn man mit solchem Körper, solche Bedingtheiten sieht, jemanden so zu verteilen. Mm. Die haben, kann man sich vorstellen, die erste Woche war ich draußen mit denen, niemand hat weniger verteilt als 400 Bücher. Mal 15. Mm. Und man sieht, wie viele tausend Bücher alleine aus dieser Truppe rausgingen pro Woche. Mm. So, ich nach einer Woche habe ich gesagt, genug, ich habe meinen Dienst gemacht. Und Akshara, der war der Tempelpräsident, der hat gesagt, ja, weißt du, wir haben Schulden. Diesen Mantra habe ich sehr oft gehört. Dann habe ich jede Woche habe ich sowas gehört. So, ich dachte, das ist ja gut, aber ich habe gesagt, ich muss die Matajis jetzt checken, jetzt fahren sie, die verteilen, wunderbar. Der guckt und sagt, noch eine Woche. Und das wurde dann regelmäßig einen Monat im Jahr sowas. Könnte man nicht weitermachen, das wurde dann zu persönlich. Mm. Man muss dann mal Schluss machen und dann weiterfahren. Aber ich habe keine schlechten Erinnerungen. Mm. Da wurden so viele Bücher verteilt. Und die Matajis, die habe ich dann später getroffen als Mütter und Frauen und sowas. Mm. Die haben mir alle gesagt, beste Zeit in meinem Leben. Mm. Und da sieht man ja, dass jeder das machen kann. Ne? Ja, eigentlich. Die Barmherzigkeit ist für jeden die gleiche. Ja. Herr Chaitanya ist nicht chauvinistisch. Ja. Das wird auf jeden verteilt. Mm, ja. So, das war, und da war eine Menge Barmherzigkeit von Prabhupada natürlich mit dabei. Heute kann, ne, weiß ich nicht, aber wir waren einfach in Ekstase. Mm, sorry. Nee. Es war einfach. Ja. Wir waren einfach so. Ja, danke, Manila Prabhu, für diese tiefen Einblicke und auch für. Ja, einfach. Man sieht, wie dich Sankirtan berührt und ich hoffe, ich denke auch, die Leute da draußen werden das auch gemerkt haben, so, dass dir Sankirtan wirklich viel am Herzen liegt und dass du das für Prabhupada machst und genau in der Gemütsstimmung sollten wir das auch machen. Und ja, ich danke dir. Danke. Für dieses Interview und ich danke euch da draußen, dass ihr eingeschaltet habt und dann wünsche ich euch alles Gute. Danke, Manila. Haribo. Hare Krishna. Ciao.